Wir sind hier in der Nähe von Moskau und bevor wir uns mit der aktuellen Lage beschäftigen, will ich nochmal zwei, drei Sachen regeltechnisch nachtragen, die beim letzten Mal so ein bisschen unklar waren, beziehungsweise die ich selbst auch noch nicht wusste. Das erste ist, wenn wir hier in den Kalender gehen, dann kam hier in der fünften Runde so eine Info, der Beginn sowjetisch versprengter Einheiten und damit konnte ich nichts anfangen. Ich weiß jetzt, was das bedeutet. Das bedeutet Folgendes, wenn eine sowjetische Einheit isoliert ist, das heißt vom Nachschub zweimal abgeschnitten wurde und keine deutsche Einheit in dem gleichen Feld steht, das haben wir jetzt nicht, das war auch noch nicht, dann versuchen die Sowjets, sich aus dem Feld irgendwie so rauszuschleichen, sage ich jetzt mal, in die eigenen Linien zurückzukommen. Und unterwegs kappen sie dann mit irgendwie Guerillataktiken zusätzlich nochmal eigenen Nachschub. Und wenn das der Fall ist, werden zwei weitere Panzereinheiten ohne Benzin sein. Also das ist der Effekt. Das heißt, man muss darauf achten, wenn man Leute umkreist, dann muss man spätestens, wenn sie isoliert sind, auch eigene Truppen reinschicken. Das ist diese Mechanik. Okay, das Zweite, was ich noch nicht wusste, Kavallerie, gegnerische Kavallerie und auch die Luftlandetruppen, aber von denen gibt es, glaube ich, keine mehr. Doch, hier haben wir auch noch Kavallerie. Oh, in Kalinin. Da ist es so, die werden niemals ohne Versorgung sein. Die sind immer versorgt. Also da hilft eine Umschließung nichts. So. Und alles andere können wir dann später sprechen. Jetzt lasst uns noch mal kurz in den Kalender gucken, weil das ist jetzt gewissermaßen der entscheidende Punkt, wie es jetzt weitergeht. Das ist die Programmvorschau, auf die wir uns einstellen müssen. Wir sind ja in der... Na, ich gehe mal rein. Wir sind ja hier jetzt gerade in der 10. Runde. Im Moment herrscht immer noch Regen. Ab der 6. Runde herrscht Regenmodder. Das heißt, wir kommen nur langsam voran. Das wird noch andauern bis zur 12. Runde. Also eigentlich noch die 10. und die 11. Runde. Dann kommt, ihr seht es, minus 40. Dann kommt der Winter, dann kommt der Frost. Und zwar minus 40 Grad. Das hat, anders als in der Realität, keine Auswirkungen auf die Kampffähigkeit der Einheiten. In der Realität hat es das extrem. Also stellt euch mal vor, mit minus 40 Grad irgendwie nachts die Nacht zu überstehen. Ohne vernünftig Unterstand und sowas alles. Naja, wie auch immer. Wenn das losgeht, beginnt im Prinzip unsere zweite Offensive. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Das hat folgende Konsequenzen. Erstens, wir haben in dieser 12. Runde drei Blitzoffensiven. Das hatten wir am Anfang auch. Und beim Frost, und das ist entscheidend, sind alle Flüsse zugefroren. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir immer nur eine Einheit über den Fluss bekommen. Also in dieser Zeit, wo dieser Frost ist, ab dieser Zeit kommen wir problemlos über die Flüsse rüber. Und das ist wirklich wichtig. Allerdings hat es auch einen Nachteil. Der Wald hat nicht mehr minus 2 Schutz, sondern nur noch minus 1 Schutz. Also minus 1 Treffer wird abgezogen. Wobei das ist natürlich auch durchaus für uns von Vorteil, wenn wir im Angriff sind. Das muss man bedenken. So, vorher aber, ab der 11. Runde endet die Luftunterstützung. Wir können also keine Einheit mehr blockieren. Und es gibt Verstärkung, und zwar drei Panzer. Und das ist schon ganz schön fett, muss man da sagen. Überhaupt, ihr seht das hier unten an diesen Werten. Die Sowjets können hier deutlich mehr verstärken, aufstocken als wir. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Okay, also diese Eiszeit hält dann an vom 12. Ihr seht jetzt hier diese ganzen Runden, da passiert weiter nichts. In der 17. Runde bekommen die Sowjets nochmal drei Infanterieverstärkung. Und ab der 18. Runde ist dann kein Eis mehr, sondern da fällt Schnee. Schnee hat die Auswirkung, es bleibt weiterhin alles zugefroren. Das ist insofern, ja, gut, weiß ich noch nicht. Aber während des Schnees sind die Partisanen besonders aktiv. Und das hat zur Folge, dass nur die deutsche Seite im Wald keinen Schutz mehr findet. Also der Wald, der blockt jetzt keine Hits mehr ab. Das ist, aber für die Sowjets ist das nicht der Fall. Also das ist sozusagen so ein Partisaneneffekt, den man da beachten muss ab der 18. Runde. Und dann beginnt die Gegenoffensive der Sowjets. Sie sind dann sozusagen immer als erstes am Zug und sie haben dann auch Blitzoffensiven. Und das muss man dann 1, 2, 3, 4 Runden aushalten bis in die 22. Runde. Und dann steht fest, wer gewonnen hat. Falls wir nicht vorher
entweder Moskau erreicht haben oder Moskau umstellt haben, dann ist auch gewonnen. Gut, also das ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir das einmal uns klar gemacht haben, wie der Stand der Dinge ist. Also wir haben jetzt noch zwei Runden Modder und dann kommt die Eiszeit, so möchte ich das mal nennen. Okay, viel Infos, mache ich kurz eine Pause, trinke einen Schluck Whisky und guck, was der Chat so schreibt. Nee, Drive on Moskau wird es nicht als Upload geben bei YouTube. Das mache ich wirklich nur bei Story-basierten Let's Plays. Ansonsten grundsätzlich ist das eher ein exklusiver Abend. Wir sind unter uns. Okay. Gut, noch irgendwas? Gut, dann alle Neuankömmlinge nochmal auch einen schönen Abend. Ihr habt noch nichts verpasst. Ich habe kurz ein paar Spiele vorgestellt, die mich interessieren. Und ansonsten noch ein paar Regelsachen eingeführt. So, jetzt müssen wir uns um die... Ausgangslage kümmern. Wie sieht's aus? Im Grundsatz erstmal gar nicht so schlecht. Wir sind ziemlich weit vorangekommen, das ist schon mal gut. Wir haben eine ganz gute Ausgangsbasis gefunden für eine weitere Offensive oder für die nächste Offensive. Wir haben auch nur eine Einheit verloren. Das ist insofern auch ganz okay. Es gibt aber ein paar wirklich problematische Stellen, auf die ich jetzt mal hinweisen muss. Das Problematischste, worauf wir jetzt irgendwie, womit wir umgehen müssen, ist diese Situation hier. Das war, glaube ich, ganz am Ende beim letzten Mal, dass die Sowjets hier so einen Vorstoß gemacht haben und uns hier heftig beschädigt haben. Und das ist echt ein Riesenproblem, weil wenn die jetzt hier nochmal kämpfen und angreifen, wir haben hier überhaupt keine Deckung und sowas alles, dann im schlimmsten Falle verlieren wir hier drei Einheiten. Das sind drei Infanterieeinheiten und das bedeutet 6 Siegpunkte, die uns hier abgezogen werden. Also das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Situation. Insofern, meines Erachtens, gibt es hier gar keine andere Alternative, als sich jetzt hier zurückzuziehen. Hier in die Gräben, da können wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen, falls er nachrücken wird. Ansonsten verlieren wir hier wirklich mindestens 2 Einheiten, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist jetzt so das größte Problem im Moment. So, wo sind unsere Panzerspitzen, wo ist sozusagen unsere Angriffsstärke? Das ist einmal hier auf der linken Seite. Hier mussten wir mal diese Panzerspitze ein bisschen teilen. Das ging leider nicht anders. Aber das werden wir vielleicht noch besser positionieren. Wobei man dazu sagen muss, die linke Flanke hier, der linke Flügel, der ist jetzt gar nicht so sehr darauf angewiesen, dass es friert, weil hier kein Fluss ist. Der Fluss fließt jetzt hier lang. Das heißt, theoretisch, die Aufgabe dieser Panzerspitze ist es eigentlich, bis hier irgendwie vorzudringen. Diesen Siegpunkt zu erobern. Das muss das Ziel sein. Und dazu brauchen sie keinen Frost. Das wird aber schwer genug. Kalini muss natürlich erobert werden. Mal gucken. Also, zumal wir halt mit dieser Situation umgehen müssen. Also, das ist erstmal die linke Flanke. In der Mitte haben wir die Situation, dass hier wir einmal den Fluss überquert haben schon, was ein richtiges Plus ist auf unserer Seite. Aber hier in einer schwierigen Position sind, dass wir, naja, im Moment noch nicht wirklich gut vorangehen können. Die sind hier schwer verschanzt. Schützengräben und Wald, das ist schon heftig. Aber wir müssen da rein, ne? Das hilft nichts. Wir müssen da rein und eigentlich da auch. So, der Punkt ist hier, dass wir hier nicht drei Panzer haben, sondern ein Panzer steht hier unten und der Panzer ist auch extrem angeschlagen. Ja, da bin ich fast am Überlegen, ob ich den jetzt verstärke. Das müssen wir mal gucken. So, jetzt wird es aber interessant. Hier ist ein Fluss. Und dieser Fluss geht, wenn ich das richtig grafisch interpretiere, geht auch hier weiter. Bis hier, bis hier, bis hier, bis hier. Hier endet er dann irgendwie. Merkwürdigerweise, vielleicht ist hier die Quelle oder so. Keine Ahnung. So, das heißt, wir können hier, ich meine, das ist im Moment unbesetzt, aber wir können hier nur mit einer Einheit im Moment rüber. Und das ist natürlich eigentlich ein perfekter Ort, um, wenn der Frost kommt, hier die Offensive zu starten. Allerdings, wenn der Gegner sich bis dorthin hier positioniert, auch mit dem Nachschub, den er bekommt,
Dann wird es schwierig, weil wir hier keine Panzerspitze wiederum haben. So, und der rechte Flügel ist insofern interessant, weil wir eigentlich hier Fläche haben, um vorgehen zu können. Aber hier sind wir gerade von Nachschubproblemen betroffen. Und wir müssen hier unsere Panzer noch ein bisschen besser disponieren. Aber hier haben wir die stärkste Power eigentlich. Wir haben hier insgesamt 6 Panzer stehen. Und damit sollten wir richtig reindrücken können. Also cool wäre es natürlich, wenn wir hier diesen Verstärkungspunkt ihn nehmen könnten. Dann können sie uns da nicht mehr in den Rücken fallen. Das wäre natürlich auch der Hammer. So, Leute. Das zur allgemeinen Lage. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat, ob es da noch was Neues gibt. Schon Hinweise zur Situation. Ja, Wald vor Moskau ist überall, ne? Also, das ist das Problem an dieser Situation. Moskau ist halt extrem eingebuddelt und überall Wald. Also, wir werden durch den Wald durch müssen. Marcel, ich habe es noch nie geschafft, Moskau einzunehmen. Ich habe es überhaupt noch nie geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist so ein bisschen der besondere Kick dieses Abends. So Leute, was ist denn hier mit Brand und so? Was habt ihr euch denn? Da könnt ihr euch mal wie Männer wieder versöhnen. Wir sind doch hier am Herrenabend. Da möchte ich keinen Streit hier. Ich hab's im Glas, ich wiederhole es jetzt noch einmal für die Spätankömmlinge, einen Lafroig 10. Ansonsten bitte ich doch den Chat, derartige Fragen zu beantworten. So, links die mobile Infanterie wegziehen muss Prio Nummer 1 sein. Links die mobile. Naja, das hier, ne? Die komplette, ja, das sehe ich auch so. Das muss komplett weggezogen werden. Okay, Leute. So, dann geht's los. Wir müssen erstmal einen Panzer aufstocken. Wir haben da ein paar Optionen. Ich tendiere dazu, diesen einer Panzer aufzustocken, weil ich einfach ja, der am gefährdetsten ist. Man könnte natürlich auch sagen, wir stocken hier unsere Elite auf. Aber ich tue mich sehr schwer damit, diesen einer Panzer hier mit in die Offensive reinzunehmen, wenn wir den Tausch hinbekommen. Insofern ist das gleich mal die erste Frage, die ich in den Chat fragen werde. Das wird heute den Abend häufiger passieren. Was meint ihr? Wollen wir unseren Elite-Panzer hier upgraden oder aufstocken oder lieber den Einer-Panzer, damit wir ihn später hier in der Offensive dort mitverwenden können. Schauen wir mal. Was meint ihr? Ups. Ja. Ich habe das Gefühl, die Latenz ist heute höher als sonst. Okay, aber jetzt kommen die ersten Antworten. Elite, Elite, Elite. Okay, ziemlich eindeutig. Gut. Ich würde mal sagen, ja, beide. Okay, ich würde mal sagen, 2/3 Mehrheit bis jetzt für Elite. Dann gehorche ich euch mal, höre ich mal auf euch. Gut. Machen wir das. Okay, das bestätigen wir. Und dann geht es los mit dem ersten Zug. Und da haben wir gesagt, unbedingt hier die rausnehmen. Also seht ihr, die würden jetzt 2 Treffer landen. Und 2 Treffer heißt, dass mindestens einer stirbt. Beim 3. Treffer stirbt vermutlich der 2. Also wir werden komplett hier rausziehen. Ein taktischer Rückzug. Ich meine, vielleicht ziehen sie ja nach, dann können wir sie umstellen oder so ein Kram. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Sowjets machen. So, 6 Stunden vergangen. Jetzt.
Was ist denn das jetzt für eine Verstärkung, Leute? Ach so, sie haben auch die Möglichkeit... Ah, warte mal. Jetzt ziehen sie da rein, greifen uns an. Okay, mit dem Panzer... Oh, jetzt wird's fett. Leute, jetzt wird's fett. Ging doch mal gerade so gut aus. Also das, da haben wir echt ein bisschen Glück gehabt. Eieieiei. Also ab jetzt beginnt die schwierige Phase. Dieses Szenarios, habe ich das Gefühl. Was wir bisher erlebt haben, war eher Spaß. So, der Punkt ist natürlich, wir müssen sie jetzt hier beschäftigen. Wir können jetzt hier nicht abwarten, bis die da nachstoßen. Wir könnten natürlich versuchen, sie einzukesseln. Das wäre eine Möglichkeit. Das Blöde ist, beim, wenn wir im Matsch sind, können wir, glaube ich, nicht durchstoßen. Die Durchstoßfähigkeit. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten sozusagen jetzt zum Beispiel einfach die hier reinbringen, um die zu beschäftigen. Das wird blutig werden, aber wir werden, glaube ich, keinen Chor verlieren. Wir könnten aber auch erstmal gucken, was passiert, wenn wir zum Beispiel unsere jetzt schon verstärkte Panzerspitze hier noch mit reinziehen. Wir müssen bloß aufpassen, die kann natürlich dann abgekappt werden. Der kann dann von Kalinin hier nachziehen, ne? Und dann ist auch wieder doof. Okay, also mit der Situation müssen wir jetzt umgehen. Also das ist eine Möglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sie sich zurückziehen. Hilft uns begrenzt. Wir werden auf keinen Fall die Umschließung hinbekommen. Die zweite Möglichkeit ist... Also der Punkt ist, ich will nicht mit denen hier raus darüber ziehen. Lieber mit denen hier irgendwie. Ich gucke mal kurz, wie es dann aussieht. Ja. Könnte was werden. Zwei Verluste auf unserer Seite, das ist eigentlich erträglich. Und eine Wahrscheinlichkeit zum Rückzug hier. Also die Umschließung kriegen wir sowieso nicht hin. Sie werden sich dann nach Volokolamsk zurückziehen. Was in Ordnung ist, wir haben dadurch unsere Infanterie hinten erstmal gesichert und beschützt. Sind dann wieder in der besseren Ausgangsposition und können dann vielleicht doch diesen Zug hier oben machen. Ja, ich würde sagen, das wäre meine Präferenz. Ich warte mal, was der Chat dazu schreibt. Leute, wer jetzt sich hier gegen Damen wendet, der hat hier nichts zu suchen. Das möchte ich gleich mal sagen. Ey, das geht ja wohl gar nicht. Antje, bitte bleibe. Nee, tut mir leid. Das läuft so nicht. Mal gleich einen Block gemacht. Also, es ist ja wohl absolut unmöglich, wenn jetzt hier Damen in unserer Runde ausgeschlossen werden. Das kommt ja auf keinen Fall in Frage. Das wird nicht toleriert, Leute. Herren und Herrinnen sind genauso willkommen. Ich fürchte, wenn man sowas macht, wie ein Herrenabend, dann wird die feine Ironie offenbar von einigen nicht verstanden. Unfassbar eigentlich. Gut, zurück zum Thema. Wir machen den Angriff. Ich bestätige es. So Leute, jetzt müsst ihr aber auch schon mal einen Treffer landen. 2 und 1, das hätte besser sein können. Da haben wir Pech gehabt. Na gut, was machen die Sowjets jetzt?
Gut, sie haben da nur verschoben. Das ist insofern ungefährlich. Okay, dann müssen wir jetzt weiter gucken. Die Zeit vergeht ziemlich schnell. Das macht mich nervös. Ich guck mal kurz auf die rechte Flanke. Ich meine, wir können hier ein bisschen... Wie weit kommen wir? Wir kommen nicht wirklich weit mit denen. Was nervig ist. Das ist echt die Modder. Wir kommen hier nicht voran. So. Jetzt ist die Frage. Riskieren wir jetzt diesen Angriff? Auf die Gefahr hin, dass wir umschlossen werden. Oder dass wir, dass hier sozusagen der Support weg ist, wenn die hier nachziehen. Andererseits würden sie natürlich Kalinin freimachen. Und sie haben hier wirklich nichts in der Nähe, um Kalinin dann wieder zu bespielen. Wir haben ein bisschen was zum Nachziehen. Ein Panzer immerhin noch. Was meint ihr? Soll ich diesen Zug wagen auf die Gefahr hin, dass diese Panzerspitze abgeschnitten wird vom Feind? Was meint ihr? Ja, die Mechanik mit dem Umschließen. Ab wann ist man abgeschnitten? Also, ich erkläre es nochmal. Wenn die Sowjets jetzt in der nächsten Runde hier reinziehen, dann erobern sie die Zone zurück. So, und wir könnten das wieder aufheben, wenn wir wiederum mit dieser Truppe nachziehen könnten, um... Und die Zone wieder zurückzuerobern. Also die müssten dann sich auch wirklich zurückziehen. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn sie sich zurückziehen, dann ist es wieder unsere und dann ist der Supply wieder hergestellt. Es geht erst um die nächste Runde. Wenn wir aber hier reinziehen und die bleiben stehen, dann ist das weiterhin ihre Zone und die Panzer sind abgeschnitten. Und abgeschnittene Panzer können sich nicht bewegen und kämpfen deutlich schlechter. Ja, das Blöde ist natürlich, dass wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir riskieren das und ziehen hiermit jetzt nach, treiben sie zurück, dann hat er immer hier noch diese blöde Armee stehen, die dann nochmal hier reinziehen kann. Das heißt, wir können eigentlich nicht mit allen nachziehen, sondern nur mit der Infanterie und den Elitepanzern. Wobei ich ja vermute, dass er nicht mit allen kompletten allen Truppen hier reinziehen wird. Also das ist echt eine heikle Sache. Panzer im Wald macht in diesem Spiel nichts. Okay, also der Chat ist sehr unentschieden. Die Infanterie ist in der Tat nicht stark genug. Ja, erst Stepino klären, ja, das ist ein Argument. Das Problem ist, das hilft uns nur begrenzt. Also was wir machen könnten, wir könnten jetzt den Panzer hier reinziehen. Damit würden wir noch nicht mal Stepino klären. Wir würden die dort blockieren. Also es würde zwei Runden machen. Wenn ich die Infanterie reinziehe, würde das Ergebnis null sein. Das ist natürlich erbärmlich. Ich würde ihn halt da aber blocken. Ich könnte allerdings... Wir könnten das Ganze verschieben und ich schiebe einen Panzer nach vorne. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen zurückhaltend sein. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde... Wie sieht's aus, wenn wir die gute Infi reinschicken? Auch 0-1, das ist ja erbärmlich, ey. Und das wird auch nicht besser. Wir könnten natürlich... Ne, ich kann nicht beide Infanterie reinschicken. Also die Alternative wäre wirklich zu warten. Ich schicke jetzt erstmal den Panzer nach oben. Damit haben wir ein richtig dickes Ding. Aber wir brauchen halt immer was auch zum Nachziehen. Das ist der Punkt. Das heißt, ich kann nicht
Ich kann nicht zwei da reinschicken. Ich könnte es so machen. Dann ist die auf jeden Fall blockiert. Und wir können das nächste Mal zumindest mit einer Infanterie nachziehen. Und wenn die da vielleicht einen verliert, ist es okay. Okay, Leute. Ich glaube, ich mache diesen Weg. Der Chat ist unentschlossen. Wir werden also... Obwohl, wartet mal. Wenn ich das jetzt so mache... Halt, stopp, da ergibt sich ja eine Möglichkeit. Dann haben wir einen Panzer dort stehen. Ich kann ja dann mit denen noch weitergehen. Das ist doch cool. Dann können wir doch den Zweierangriff machen und dann sind wir nicht abgeschnitten. Dann brauchen wir diesen Zug gar nicht zu machen. Brauchen wir uns da nicht exponieren. Wir machen das so. Wartet mal, mal gucken, ob das jetzt geht, wie ich mir das überlegt habe. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Wir können uns ja hier noch bewegen und der kann sich doch verteidigen. So, was machen die Sowjets? Die ziehen da einmal hoch. Okay, keine Zeit vergeht, das ist gut. Und jetzt kann man diesen Zug, glaube ich, wagen. Weil ich glaube nicht, dass er... Also, um den Panzer zu besiegen, müsste er wirklich mit allem da reinziehen. Und das glaube ich nicht, dass er das machen wird. Okay, Leute. Wir ziehen das so durch. Nein! Oh Mensch, nur ein Treffer gelandet, ey. Die hatten einen Rückzug prognostiziert. Na gut, ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir stehen da jetzt und das ist okay. Was machen die Sowjets jetzt? Na? Jetzt greift er an. Mal sehen, was er da reinzieht. Er zieht da alles rein. Nein! Okay. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das hätte ich nicht erwartet, dass er das macht. Oha. Oha. Na gut, wir können das nächste Mal hier ein bisschen nachziehen. Wir können theoretisch auch hier zurückziehen und so weiter. Es gibt da ein paar Optionen. Eieiei. Eieiei. Okay, gut. Die nächsten Schritte müssen wir überlegen. So, jetzt müssen wir uns hier um dieses Thema kümmern. Das sieht unschön aus. Wir müssen hier verstärken und das hilft nichts. Wir müssen da einen Panzer reinziehen. Beziehungsweise, wie läuft das? Ich könnte theoretisch jetzt die S wegziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder einen wegziehen und zwei Panzer reinziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Die motorisierte vielleicht wegziehen. Ich guck mal, wie es jetzt aussehen würde. 2-2. Es würde sich wahrscheinlich deutlich verbessern, wenn ich beide Panzer hier reinziehe. Allerdings ist dann wieder die Frage, dann stehen die hier natürlich allein und die können wieder hier vorstoßen und uns da raustreiben. Und das geht auch nicht. Das können wir uns nicht erlauben. Das können wir uns auch nicht erlauben. Ach, ist das knifflig, Leute. Zwei, zwei. Der Punkt ist, dann steht dort nur ein Dreierpanzer und diese Viererinfanterie. Und wenn diese Elitepanzer dann angreifen... Okay, wir sind im Wald, das ist ein Vorteil. Andererseits können die hier nicht einfach so das freiziehen, weil wir dann ja hier auch noch reinkommen können. Also, was meint ihr? Jetzt frage ich mal wieder den... Jetzt frage ich mal wieder den Chat. Für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir ziehen nur mit einem Panzer rein und riskieren diese 2-2er-Situationen. Stehen dafür aber hier sicherer. Oder wir ziehen erstmal hier mit der Einheit ab. Nach hier hinten. Dann passiert erstmal nichts. Oder doch, dann wird gekämpft, Leute. Das geht nicht. Wenn, dann muss ich komplett rausziehen. Wenn, dann muss ich komplett rausziehen. Und das kommt nicht in Frage. Da haben wir keine Chance. Nee. Dann muss es so sein. Wir müssen hier gegenhalten, meines Erachtens. Und dann ziehen wir, wenn er hier nicht angreift, ziehen wir die Infanterie dann hoch.
Wie bitte? Was war das denn? Das ist... Der Regen hat völlig die Sicht vernebelt. So. Okay, die bewegen da ihre Infanterie. Das ist erstmal unkritisch. Gut. Jetzt, glaube ich, ist absolut zwingend, dass wir hier unser Elite-Corps hier rüberbringen. Die sind heftig. Dann im Wald werden die gut verteidigen. Das wird absolut... Das muss so sein. Okay, ich frage mich bloß, gibt es noch was Sinnvolleres, was wir jetzt hier mit der Infanterie, mit dem Panzer machen könnten? Wir könnten den hier in den Wald schieben, was uns nicht wirklich mehr Optionen gibt. Ich würde sie, glaube ich, hier zusammenlassen. Immerhin kriegen wir bei der Aktivierung dann beide alle hin. Ja, ich lasse sie zusammen und ziehe vielleicht von dort sogar noch einen nach. Dann haben wir hier wieder eine Dreieraktivierung. Das wird uns helfen. Das Einzige, was man sogar überlegen könnte, ob man diesen Panzer nicht komplett aus dem Spiel nimmt. Weil mit dem werde ich vermutlich eh nicht in die Offensive gehen. Dem einer Panzer oder nur im absoluten Notfall. Bringen wir mal hier so als Sicherung hin. Und die bleiben da stehen und die beiden Infanterie können wir da noch reinziehen vielleicht. Ja. Hier wollten wir ja auf den Frost warten. Okay. Gut. Okay, er zieht sich zurück. Das ist interessant. Das entlastet uns dort an der Flanke um einiges. Sehr schön. So, da haben wir jetzt nur den linken Flügel bisher bespielt und die Mitte. Ich gucke jetzt mal, ob es irgendwelche super notwendigen Züge gibt. Oh, hier sind unsere guten Panzer. Die müssen wir irgendwie nachgezogen kriegen. Und dafür müssen wir aber die dann wiederum nach oben ziehen. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir das machen. Wir müssen jetzt irgendwie hier zu Potte kommen. Nein! Ah! Runde schon beendet. Da hatte ich mir mehr erwartet. So, Leute. Puh. Ah, das wird jetzt echt fett. 24 Siegpunkte von 32. Aber wir müssen 42 haben, ne? So. Okay, kurzer Blick wieder nach Rundenende auf den Chat. Im Wald ist der Panzer besser geschützt. Das stimmt, aber gut, hinter den Linien ist er auch geschützt. Kannst du Infanterie nach Canino ziehen, um die Stadt einzukesseln? Ja, ich hätte eine Infanterie darüber ziehen können. Das wäre aber keine Einkesselung, sondern ich hätte hier auch was haben müssen. Also Einkesselung funktioniert nur komplett. Und das Problem ist, ich kann immer nur über den Fluss eine Einheit bringen. Und eine Einheit ist dort extrem gefährdet, wenn die dort steht. Weil da kann ein Angriff kommen und dann ist sie hin. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Es steht zu viel ungenutzt rum. Tja, das ist das Problem. Immer wenn sich eine Front verengt, dann ist es schwierig, ne? In der Defensive ist es gut, im Angriff ist es schlecht. Die rechte Flanke muss kommen, ja, die haben wir verpasst. Angriff auf Tula. Tula war hier, ne? Ja, das ist jetzt sicher das große Thema, genau. Jetzt ist Gott sei Dank hier Benzin wieder da. Wo haben wir jetzt eigentlich Benzinmangel, Leute? Wo haben wir jetzt den Benzin? Haben wir keinen diese Runde? Oder das kommt wahrscheinlich erst, ne? Insofern, das hängt davon ab, ob wir Tula angreifen können, ob der Benzinmangel kommt. So, und jetzt ist die Frage, wo verstärken wir die Infanterie? Ich würde mal sagen, hier in diesem sehr... Ach, hier ist Benzinmangel. Einmal habe ich es gesehen. Und wo noch? Eigentlich sind es doch mehr zwei. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück gehabt diesmal. Ich würde sagen, hier in diesem super blöden Gefecht werden wir jetzt mal die Infanterie verstärken.
Und dieser arme Panzer, mit dem müssen wir auch was tun. So, jetzt bestätigen wir erstmal. Und wir sind dran. So, Leute. Was passiert denn, wenn wir jetzt die Infanterie nach vorne ziehen? Dann sieht es gut aus. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückzuges ist hoch. Und ich glaube, das sollten wir so machen. Zweimal Mangel, habt ihr gesehen? Ach ja, hier. Einmal, zweimal. Okay. Das ist richtig blöd, weil wenn die Mangel hat, dann kämpft sie auch so schlecht, als wäre sie ohne Supply, ne? Das heißt, der Panzer kämpft hier nicht mit 40%, sondern mit 20%. Und das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Insofern hat es da eigentlich die übelste Position erwischt hier mit dem Supply-Mangel. Na gut, ziehen wir das erstmal durch. Nein! Was ist das, Leute? 4 Treffer! 4 zu 4 Treffer, das kann doch nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Die Sowjets können übrigens anstatt aufstocken auch irgendwie neue Truppen wieder reinforcen. Jetzt kommen die Panzer ins Spiel. Oh Gott. Und er bringt seine... Er hat einmal die Möglichkeit... Ach nein, nein. Er hat die Zugverbindung und kann deswegen vier Felder vorgehen. Oh Leute, jetzt kriegen wir einen auf den Sack. Ja, ich muss über die rechte Flanke angreifen. Das ist klar. Das machen wir jetzt auch. Hier sieht es doch mal richtig gut aus. Ich habe mich jetzt mit der linken Flanke beschäftigt, weil da wirklich Handlungsbedarf war. Wobei, ich meinte, es hätte auch besser aussehen können, ne? Aber wir müssen das trotzdem machen. Also wir müssen hier vorankommen. Es wird keine bessere Situation geben, außer wir können irgendwie eine Umschließung hinkriegen. Aber wir kommen ja hier nicht voran, ne? Also eine Umschließung ist, glaube ich, unrealistisch von Tula, dass wir das auf die Schnelle hinbekommen. Insofern machen wir jetzt hier den Angriff. Es gibt eine minimale Rückzugschance. Ein Verlust. Vielleicht zwei. Beim Gegner 2 oder 3. Genau andersrum als prognostiziert. So. Okay. Gibt's mal irgendwas Optimistisches hier? Irgendwie, wo wir ganz gut dastehen. Was passiert, wenn wir hier angreifen? Rückzug 2. Wie sieht's hier aus? Rückzug 0. Das sieht doch mal aus nach ein bisschen Hoffnung. Wir kriegen schon wieder einen Treffer. Sie ziehen sich zurück? Ja. Okay. Aus der Situation können wir wenig jetzt machen, weil der Panzer hier kein Benzin hat. Hier können wir im Prinzip auch nichts machen, weil wir hier nicht vorstoßen können. Diese Geschichte. Ich meine, es ist theoretisch möglich, dass wir hier eine Infanterie... Aber das ist Quatsch. Komm, in der nächsten Runde haben wir den Winter und dann können wir hier drücken. Dann können wir vorrücken.
Abzüge für den Angriff von Panzern in Städten. Nee, gibt es nicht direkt für Panzer, sondern Städte verteidigen einfach auch nochmal mit zwei. Die fangen einfach zwei Schüsse ab, egal ob Infanterie oder Panzer. So, gut, Leute. Was tun wir? Wir müssen auf jeden Fall mit den Panzern hier nachrücken. Das ist auf jeden Fall gesetzt, würde ich mal sagen. Okay, damit hat sich jetzt hier aber eine interessante Situation ergeben. Er kann sich hier nicht zurückziehen. In dem Feld, weil alles andere von uns besetzt ist und hier das voll ist. Das ist eigentlich nicht schlecht für uns. Insofern werde ich jetzt mal diesen Angriff hier wagen. Auch wenn das wieder blutig enden könnte. Und ja, Leute. Guckt euch doch an, diese Scheiße. Na gut. Okay. Ja, das ist, wie hat jemand geschrieben, das Drive-on-Moskau-Gefühl. Wenn die Würfel so fallen, wie sie fallen, macht es einen richtig fertig. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Kirov nachrücken, hatte jemand geschrieben. Wo ist denn Kirov jetzt? Ach, hier. Ja, genau. Die wollte ich auch nachrücken. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Dann haben wir wieder hier einen Dreier-Stack. Okay. Von der Sache her, ich meine, wir haben jetzt schön die Dreier-Stacks hier stehen an der Grenze. Das ist schon okay. Der Rest kommt vermutlich so. Der Rest hat Glück gehabt. Der kommt nicht mehr zur Front. Gut. Machen wir das mal so. Infanterie zusammenziehen in Mosalsk. Mosalsk finde ich keine gute Idee, weil man von Mosalsk aus. Ja, man kommt halt nicht dorthin, sondern nur wieder dort rein. Ich meinte, man hat. Gut, man hat natürlich. Warte mal kurz. Ich ziehe mal kurz das zurück. Ist das vielleicht doch eine gute Idee, Mosaiks zu nehmen, weil wir können natürlich, haben hier mehr Optionen. Wir können, eigentlich haben wir hier auch mehr Optionen. Von hier aus können wir auch in alle Richtungen gehen. Schwierig. Der Punkt ist halt, wir brauchen zwei Aktivierungen, um die drei in Mosaiks zusammenzuziehen, während hier nur eine Aktivierung nötig ist. Ich bleib mal dabei. Bestätige ich. So, 6 Stunden. Jetzt ist passiert ein bisschen viel links oben, wo mein Bild ist, ne? Ist ein bisschen doof jetzt im Moment. Schwierig, das irgendwo hinzubringen. Okay, Leute. Tja, die Kunst ist es, die Front so auseinanderzuziehen, dass man durch die Lücken stoßen kann. In der Tat. Also gut gemeinte Ratschläge seid ihr nicht arm. Der Russe würde dich links wegdrücken, da du rechts zu wenig Bedrohung auffährst. Ja, ja. Wir fahren aber hier Bedrohung auf. Ich ziehe jetzt hier nach. Wie schreibt ein anderer Zuschauer, Regenzeit ist Nachziehzeit. Wir müssten mal hier so ein Buch der Weisheiten verfassen. Okay, die Sowjets passen schon mal. Also für sie ist Regenzeit keine Nachziehzeit mehr. Okay. So, jetzt ist die Frage. Diese heftig angeschlagenen Einheiten, wollen wir die hier eigentlich so zum Nachziehen nochmal bewegen? Oder lieber die da. Also, alles andere will ich eigentlich nicht tun. Wollen wir die noch bewegen? Links hier rüberziehen? Oder haben wir die abgeschrieben? Was meint ihr? Genau.
Hoffnung macht ihr mir auch sehr schön. Es bleibt immer noch die Möglichkeit, Siegpunkte zu gewinnen. So ist es, Marcel. Die Zeitkosten pro Zug sind nicht random. Das hängt, es gibt eine Würfeltabelle. Die Verteilung ist etwa ein Drittel keine Zeit, ein Drittel 6 Stunden, ein Drittel 12 Stunden oder so, je nach Rundensetting. Allerdings, wenn das Wetter schlecht ist, so wie jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Zeit vergeht. Nee, der Panzer steht nicht im Weg rum. Rechts nachrücken, ja. Diese Truppen. Ich meine, wir haben, glaube ich, Zeit für beides. Wir machen beides. Ich ziehe erst hier nach. Ja, oder? Nein, wir haben nicht Zeit für beides. Entschuldige, Oliver. So, immerhin. Wir gewinnen ja 2 Siegpunkte pro Runde. Das ist so ein bisschen beruhigend. Und jetzt beginnt unsere Offensive, Leute. Jetzt kommt der Frost. Jetzt ist alles zugefroren. Jetzt wird alles besser. Jetzt sind minus 40 Grad. Das wird unsere Truppen erfreuen. So. Oh, schaut mal, wie sich das grafisch jetzt sehr schön verändert hat. Und natürlich, gerade in dieser wichtigen Runde, kriegen wir hier den Benzinmangel. So. Jetzt können wir erstmal einen Panzer verstärken. Und das richtig Doofe ist, dass wir jetzt hier keine wirkliche, richtig schlagkräftige Angriffsspitze haben. Ja, Leute, ich tendiere dazu, diesen Panzer zu verstärken. Der hat nur noch einen Dot, ist ein Elite-Panzer und wird auf jeden Fall jetzt zu kämpfen haben. Und der Kampf kann auch dazu führen, dass die Einheit komplett aufgelöst ist. Obwohl, sie kann sich hierhin zurückziehen, glaube ich, noch. Ja. So. Ich bin halt am Überlegen, was wir jetzt eigentlich wirklich tun können. Also, hier stehen wir nicht optimal, ne? Ich glaube, mit diesen Truppen, die fehlen halt, das sind halt keine 3 Panzer, sondern es ist nur ein Panzer. Weil wir halt den Blöden hier rausziehen mussten, aufgrund dieser miesen Situation hier unten. Ja. Ich glaube, ich mache trotzdem das. So. Jetzt haben wir 3 Blitzoffensiven und das muss gut überlegt sein. Das heißt, dreimal können wir jetzt angreifen, ohne dass der Gegner zurückschießen kann. Das ist jetzt super wichtig. Wir müssen jetzt durchbrechen. Jetzt oder nie. Das heißt, das muss jetzt echt gut überlegt werden. So, ich gucke jetzt mal kurz, wie... Ich probiere jetzt ein bisschen rum, ne? Ein bisschen Geduld. So. Das ist schon mal erbärmlich. Wir treffen wahrscheinlich gar nichts. Okay. Es sind halt Elite-Einheiten. Großartig. Echt großartig. Was wir abziehen. Gut, vielleicht ist diese Situation hier besser. 3 Treffer. Immerhin. Immerhin. Darauf würde sich aufbauen lassen, sagen wir mal so. Vielleicht können wir den Ort auch einfach irgendwie abkappen, umgehen. Diese harte Verteidigung mit den Elite-Einheiten, die ist sowieso schwer anzugreifen. Also das ist eine Option. Diese Sache. Die zweite Option ist, dass wir hier kämpfen. Und ich glaube, das sollten wir unbedingt machen. Damit wir jetzt hier die erstmal irgendwie los sind. Der Punkt ist, ich weiß nicht genau, wohin die sich zurückziehen. Ob die sich nach Stepino zurückziehen können. Ich glaube, ja, das können sie.
Und dann ist es auch wieder doof, weil sie dann sogar Jeff bedrohen. Gut, da könnten wir hier so ein bisschen nachziehen. Aber das wäre die zweite Option. Ich guck mal, was wir mit den Panzern hier noch so anfangen können. Ich gehe mal spaßeshalber hier rein. Aber das sieht nicht gut aus. Der Punkt ist einfach, wir müssen Kalinin, glaube ich, wir müssen auch Kalinin abkappen. Wir können da nicht direkt angreifen. Das sieht auch gut aus. Wobei, das würden wir, glaube ich, auch hinkriegen ohne die Blitzoffensive. Da brauchen wir die möglicherweise gar nicht verschwenden. Also im Moment tendiere ich dazu, diesen Angriff hier zu machen. Und diesen Angriff hier zu machen mit der Blitzoffensive. So, wie sieht es hier aus? Hier würden wir ihn killen, aber das kriegen wir auch, glaube ich, ohne Blitzoffensive hin. So, dann ziehe ich mal spaßenshalber hier rein. Haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. So, und dann gucken wir mal hier rein. Und das ist natürlich erbärmlich. Also, dass wir das nicht vernünftig hinkriegen. Ja, das kommt, weil dieser eine Panzer da ist. Also, der stört da jetzt massiv. Den können wir leider auch nicht rausbewegen. Also, das nützt uns gar nicht. Das brauchen wir nicht machen. Gut, insofern haben wir gar nicht so viele Optionen. Jetzt gucke ich mal, was der Chat so meint. Tula, die rechte Flanke muss fallen. Ja, Leute, guckt euch das an. Da ist nichts mit Fallen. Wir machen wahrscheinlich nicht mal einen einzigen Treffer. Da brauchen wir nicht die Blitzoffensive für. Für aufwenden. Kesseln kann ich im Moment nichts. Also Tula erscheint mir nicht gut. Tula erscheint mir einfach nicht gut. Tula mache ich nicht. Ich würde mal sagen, unstrittig ist diese Geschichte. Damit fangen wir mal an. So. Okay, das ist zumindest genauso wie prognostiziert. Drei Treffer gesetzt. In Ordnung. Da kommen wir dann beim nächsten Mal, kommen wir, glaube ich, damit klar. So. Jeppifa ist auch noch da. Das reimt sich sogar. Ja, da kommen wir bloß nicht hin, ne? Doch, wir kommen da hin. Ey, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ah, wir können wieder zwei Züge fahren. Yay! Das war ein guter Hinweis, Leute. Das mache ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Einsatzpunkt sogar. Ja, sehr gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir bloß noch treffen. Ja, sieht gut aus. Aber kein Rückzug. Verdammt! War trotzdem gut. Jo. Okay, und jetzt kommt der dritte Punkt. Und da habe ich ja eigentlich mich schon entschieden gehabt, dass ich das hier nutzen sollte. Wobei, die Frage ist, wohin die sich zurückziehen. Kalinin kriegen wir nicht. Ja, ich glaube, wir machen das. Wir ziehen das durch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Einen haben wir getötet und wo. Ja, die gehen dahin zurück. Ja, das ist für. Das ist mit Jeff natürlich ein Problem. Das natürlich jetzt da gefährdet ist. So, jetzt kann er erstmal aufstocken. Das ist ja auch noch so blöd. Ja, genau. Aber das kriegen wir wieder bereinigt. Das kriegen wir wieder bereinigt. Darum müssen wir uns natürlich kümmern. Jetzt ist die Frage. Schaffen wir das mit denen, die wir das letzte Mal möglicherweise hier zurecht nachgezogen hatten? Nee, schaffen wir nicht. Okay. Oh nein, Leute. Ich hasse dieses Spiel. Habe ich ja schon mal gesagt? Alt, warte mal, wir können aber...
das sind zwei Felder. Ja, natürlich, das sind zwei Felder. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir einfach... Aber wir können das trotzdem machen. Wir könnten hier eine Einheit nach Stepino ziehen von dort und hier eine Einheit nach dort ziehen. Und dann hätten wir die umgangen und die wären sogar... Ne, die wären nicht gekesselt. Die haben ja hier noch ihren Durchweg. Puh! Was für ein Mist. Wir können uns hier zurückziehen, das wäre eine Möglichkeit. Aber das Zurückzug in diesem Fall ist doch mistig, oder? Auch mistig. Ach, Leute. Ja, ich kann Stepino leider nicht einnehmen. Na gut, ich kann Stepino, ich könnte halt Stepino einnehmen. Sag mal so, ich ziehe mit einer Inf nach Stepino. So. Dann können die aber das nächste Mal mit dem Panzer hier rausziehen. Und, weiß ich nicht, ob sie die Inf fertig machen. Der Wald ist ja jetzt nicht mehr so viel Schutz, ne? Ich könnte auch mit dem Panzer dahin ziehen. Nee, das ist, glaube ich, doof. Also, was meint ihr? Soll ich diesen Zug machen, dass ich einmal hier eine Inf hinziehe und einmal hier eine hinziehe? Um das zu umgehen, das Problem? Nee, man kann nicht eine Einheit von oben und zwei von unten ziehen. Das geht in diesem Spiel nicht. In dieser Phase wäre das Bild tatsächlich vielleicht unten rechts besser aufgehoben. Da habt ihr recht, wir probieren das mal aus. Weil, oh, jetzt verschiebe ich alles. Das ist nicht beabsichtigt. Verdammt. weil sich jetzt das Geschehen so ein bisschen verlagert. Machen wir das mal so. Gut. Vorstoß nach Canino. Was ist, wo ist denn jetzt Canino, Leute? Wir müssen das Problem klären. Alles andere ist jetzt zweitrangig. Hier müssen wir eine Lösung finden. Das ist übrigens kein Kessel, genau. Warum ist das kein Kessel? Ihr seht es ja in den roten Linien. 1, 2, 3, das ist hier alles verbunden. Wir können im Moment nicht kesseln. Es ist nicht möglich. Wir können halt nur für uns den Kessel verhindern. Das ist halt das Entscheidende. Und das müssen wir tun. Und es gibt jetzt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen diesen umständlichen Weg, dass wir hier das links besetzen mit der Gefahr, dass wir aus Kalinin wieder angegriffen werden. Oder wir ziehen hier irgendwie zurück und schlagen die. Und dann müssen wir mit den Panzern aber auch zurückziehen. Also dann verlieren wir hier Lottoschino. Müssen dann halt auf Nummer sicher gehen. Also, kesseln ist nicht, wer das jetzt schreibt. Leute, was meint ihr? Diesen zwei Züge Stepino oder lieber zurück und auf Nummer sicher gehen? Der Kampf in Sichowska. Okay, das ist nochmal ein guter Hinweis. Das könnte natürlich dann doch zum Kessel führen. Sehr gut, da habt ihr recht. Das Problem ist... Er hat natürlich jetzt einen Rückzugspunkt, ne? Hierhin. Wenn wir das machen, dann wird es wiederum schwieriger, den normalen Weg zu tun. Aber das ist natürlich eine Variante. Wir könnten den Kampf machen. Dann zieht er sich zurück, wenn es gut läuft. Dann machen wir die Aktion mit Stepino und dann haben wir einen Kessel. Dann ist nur noch das Problem, dass aus Kalinin die ausbrechen können. Aber das müssen sie dann mit dem Panzer wiederum machen. Und wenn sie das tun... Dann haben sie ein Problem, weil dann können wir mit unseren Panzern eigentlich vorgehen. Gut, jetzt kommen die ersten Antworten, bevor ich die Sache mit Dzichowska gesehen habe.
Ich würde mal sagen, diese Sichowka-Aktion, die müssen wir sowieso machen. Wir können mal gucken, wie das ausgeht. Oh nein! Okay, Rückzug kommt. Das hat insofern erstmal geklappt. Auch wenn wir herbe Verluste erleiden mussten. So, was machen die Sowjets? Ja, okay. Gut, damit hat sich die Frage geklärt. Wie wir das machen? Ja. Wir müssen hier den Weg auf Nummer sicher gehen. Was ich jetzt gerne machen würde, ist Folgendes. Eigentlich würde ich gerne den Panzer da stehen lassen, damit ich wieder hier einen Dreier-Stack-Panzer habe. Das hilft aber gar nicht, wie ich gerade sehe, sondern wir müssen mit dem Panzer noch reingehen. Und auch das hilft nicht, Leute. Das heißt, wir müssen komplett was anderes machen. Wir müssen mit unserer obermäßigen Panzerspitze da reinziehen. In der Hoffnung, dass die ein bisschen mehr erreichen. Und auch die erreichen nichts, wie ich sehe. Wir sind jetzt richtig am Arsch. Wir sind jetzt richtig am Arsch. Aber ich würde mal sagen, lieber die abgeschnitten als die abgeschnitten, oder? Wobei, die Infanterie gibt mehr Siegpunkte für den Gegner, wenn die getötet wird. Guck mal, wir reden jetzt schon, wer hier sterben muss und wer nicht. So weit ist es schon gekommen. Oh Gott, ich fühle mich jetzt echt wie wirklich vor Moskau. Nee, das sollte man nicht sagen. So, Leute, was meint ihr? Was machen wir jetzt? Ziehen wir die Panzer zurück oder ziehen wir Staritsa zurück? Ja, das ist die Schowska-Desaster, genau. Also, Panzer nach Jeff oder Staritsa nach Jeff? Wie seht ihr das? Warte mal, was wir natürlich auch nochmal testen müssen, wie es eigentlich so aussieht. Ja, das ist doch der viel bessere Weg. Hier haben wir zumindest eine Chance durchzubrechen. Okay, entschuldigt, dass ich das gefragt habe. Das ist doch der viel bessere Weg. Also Rückzug und 1 und dann checke ich mal, ob das mit den Panzern auch nochmal geht. Wir können vielleicht unsere Leute doch noch retten. Ne, die kommen da nicht rein. Also ich würde mal sagen, dann ist das auf jeden Fall der bessere Weg. Vielleicht kriegen wir doch noch Jeff gekesselt, so wie es aussieht. Los, jetzt bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Kein Rückzug! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, das haben wir ja großartig gemacht. Jetzt stehen die armen deutschen Panzer im eisigen Wald. Darauf muss ich mir jetzt mal nochmal einen Whisky genehmigen. Oh, Leute, 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 Leute. So, ja genau, Volokalams müssen wir uns angucken. Das ist richtig. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, hier noch durchzubrechen. Also, es gibt keine Rückzugschance. 2-2, das ist kein guter Deal. Es muss wenigstens eine Chance für einen Rückzug geben. Wie sieht es aus, wenn wir hier in Volokalams durchbrechen? Auch hier gibt es keine Rückzugschance. Und da sind wir noch mehr in der Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, hilft nichts. Wir müssen zurück. Wobei ich mich gerade frage, ist es eigentlich sinnvoll? Die jetzt nach Jeff zu ziehen? Oder wäre es sinnvoll, die nach Staritsa zu ziehen? Und sie nicht diesem eher sinnlosen Kampf auszusetzen.
Was meint ihr? Was machen wir mit den Panzern aus Lotoschino? Ich meinte, wenn wir sie dort stehen haben, können wir vielleicht in der nächsten Runde hier zum Beispiel die Elite-Lehrtruppe da noch reinziehen. Und stehen dann vielleicht ein bisschen besser da im Kampf. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre die einzige Hoffnung. Ich meinte, wir sind dann abgeschnitten. Obwohl, warte mal. Die ist dann... Ist die eigentlich dann wirklich abgeschnitten? Wenn die da steht? Weil sie wird ja von der Seite versorgt, ne? Wir gucken mal. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Diese Truppe ziehe ich hier rüber. Das muss ich später machen. Halt, warte, was mache ich hier? Vielleicht sind die gar nicht abgeschnitten, wenn er hier steht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass sie nicht abgeschnitten sind. Wir kämpfen. Gut, 0-0 ist immerhin okay. So, was machen die Sowjets? Ziehen ihren Panzer vor. Oh nein, die Zeit geht so schnell voran. Das ist so mistig jetzt, Leute. So, jetzt müssen wir uns kurz mal die Versorgungskarte angucken. Und wie ist das denn jetzt bitte zu interpretieren? Das ist umkämpft, aber sie sind nicht abgeschnitten. Aber die sind abgeschnitten, so ist es. Und das können wir aufheben, indem wir dort den rüberziehen. Okay, ich glaube, wir sind nochmal... Nein! Gott, was mache ich? Warum gehe ich ins Hauptmenü zurück? Leute! Oh Gott! Er hat einen Autosave gemacht. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. So, Leute, pass auf. Dann ziehen wir den rüber. Das ist doch easy peasy, oder was? Dann ziehen wir den rüber. Und dann ist keiner mehr abgeschnitten. Wir haben zumindest volle Kampffähigkeit. Das Blöde ist, dass wir jetzt die ganze Zeit schön vergeudet haben. Und jetzt kriegen wir auf die Mütze. Jetzt knallt er uns die Infanterieeinheiten weg. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen. Ja, eine verloren und ein Rückzug. Allerdings wird jetzt ein Kessel hier möglich, ne? Jetzt hat er sich ziemlich weit vorgewagt. Jetzt können wir kesseln, Leute. Unverhofft. So. Aber das ist kein Kessel. Das ist kein Kessel, weil sie weiter versorgt werden von hier. Eieieiei. Eieieiei. Ja, ihr habt, stimmt. Ich hätte die zwei Elite noch vorschicken müssen. Das war ein Fehler. Dadurch habe ich das nächste Mal, muss ich eine Aktivierung mehr machen. Das war jetzt echt ein Fehler. So, was machen wir aber mit denen dort? Das Blöde ist, die knallen uns jetzt hier die Infanterie weg und damit die Siegpunkte. Die Geschichte müssen wir aber eigentlich auch durchziehen, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist das Problem. Jetzt nicht wieder... Also, das wird jetzt der letzte Zug sein. Das wird der letzte Zug sein. Was passiert, wenn wir hier reingehen? Nee, das ist alles Mist. Also, wir müssen entscheiden, was jetzt der letzte Zug sein soll. Dieser Kampf... 3-2 mit einer gewissen Chance zum Rückzug. Was natürlich cool wäre, dann hätten wir endlich mal einen Siegpunkt. Die Geschichte ist irgendwie verkackt. Hier oben, weil wir hier vielleicht noch vorankommen könnten, um einen Kessel zu machen. Eigentlich ist das hier oben unsere einzige Hoffnung, oder?
Ich glaube, wir werden hier oben rechts den Kampf machen. Das gibt uns vielleicht den Freiraum, hier mal wirklich vorzustoßen. Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ja, Leute, wir haben Infanterie verloren. So sieht erstmal die Versorgung aus. Das Problem ist, dass die Infanterie jetzt extrem gefährdet ist, wenn er weiter nachzieht. Allerdings ist er ist dann auch wiederum gefährdet. Dann ist er wirklich gefährdet, gekesselt zu werden. Oh mein Gott, ey. Ja, Leute. Also, wir müssen Infanterie aufstocken. So. Ich glaube, die jetzt noch aufzustocken, ich meine, die können wir doch total abhaken, oder? Die müssen wir zurückziehen. Das ist das, was wir machen müssen. Die müssen wir einfach da wegbringen, weil die wird gekillt. So, wo können wir noch aufstocken? Da oben könnten wir aufstocken. Das ist ja, wie wir jetzt festgestellt haben, noch unsere letzte Hoffnung, da oben. oder hier. Ich meine, hier wird es auf jeden Fall ins Gefecht gehen. Hier vielleicht auch. Aber ich würde mal sagen, wir setzen jetzt alles auf den Osten. Das ist nämlich Osten. Ihr denkt, das ist Norden, aber das ist Osten. Oh Mann. So, was sagt ihr? Links in Kalinin? Ja, das ist die andere Variante. So, sag noch was. Wollen wir hier links verstärken oder hier oben verstärken? Gute Nacht, Anna. Gartenarbeit ist was Schönes. Ab jetzt beginnt der Fatalismus. Habt ihr schon gemerkt? Sowohl bei euch als auch bei mir. So, aber lasst uns noch mal ernst werden. Okay. Ja, genau, darauf erstmal einen Schluck. Also, den links aufstocken oder oben aufstocken? Oben, oben, oben. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, das ist die Frage. Das gilt für alle Fronten, ne? Leute, ich stock oben auf. Und das ist unsere letzte Hoffnung, hier was zu erreichen. Bestätigen. So. Und jetzt. Also. Ich glaube, ich rette jetzt unsere Truppen. Einfach nicht, weil ich ein Menschenfreund bin. Das bin ich natürlich auch. Aber weil das uns Siegpunkte kostet, wenn die vernichtet werden. Und ich weiß nicht, wie die KI hier agiert. Das Problem ist, dieser einzelne Panzer, hätte ich den mal dahin gezogen, der wird natürlich genauso erledigt. Aber der kostet nur einen Siegpunkt. Sollen sie den erledigen? Den können sie erledigen. Aber die Truppen müssen weg. Die Truppen müssen weg. Machen wir es so. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was sie tun. Sie könnten jetzt knallen. Ne, warte mal. Ja, sie können so viel Mist machen, weißt du? Ich wünschte, wir hätten nochmal wieder Luftunterstützung, also Luftabriegelung. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja, jetzt. Gott, ist der Tag, ist die Runde kurz. Er kann ein Panzer und zwei Infanterie aufstocken. Ja, natürlich.
Und jetzt wird hier gekämpft. Ja, ganz klar. Es war da 1-2. Und was passiert? 3-3. Unfassbar. Unfassbar. So. Gut, Leute. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen... Ja, natürlich. Jetzt ist hier wieder Treibstoffmangel. Wo auch sonst. Es gibt noch ein paar Hoffnungsschimmer, muss man ja auch mal sagen, ne? Zum Beispiel diese Situation. Weil wenn wir die dort jetzt raustreiben, dann können wir nach Starica. Allerdings erst in der nächsten Runde. Ja, und wir können das auch wiederum nicht halten. Das ist alles mistig. Wir haben nichts zum Nachziehen, richtig. Naja, das ist auch mistig. Wisst ihr was? Dann kümmere ich mich jetzt um unseren Hoffnungsschimmer hier oben. Immerhin. Allerdings der Rückzug in eine nervige Richtung, möchte ich mal sagen. Okay, jetzt zieht er danach. Moskau ist frei. Ich würde mal sagen, wir verschanzen uns jetzt hier und diese Einheit, das ist die Einheit, auf die wir, diese Armee dort oben, auf die setzen wir alle unsere Hoffnung. Die werden jetzt bis Moskau durchmarschieren. Und wenn sie in Moskau angekommen sind, haben wir gewonnen. Und dann zeigen wir ihnen eine riesenlange Nase. Ja, ihr habt geschrieben, ich hätte Volokolamsk nehmen sollen. Das Problem ist, wäre ich da reingezogen, wäre ich weggekesselt worden. Ne? Der hätte dann einfach hier reinziehen können und da hätte ich ihn nicht rausgekriegt. Nee. Sehe ich nicht so, dass das der richtige Weg gewesen wäre. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt hier. Wir kämpfen jetzt nur noch... Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Ein sicherer Rückzug und wir kriegen zwei Treffer. Ja, jetzt killt er den einen Panzer. Denkt er. Denkt er. So. ja. Okay. Hat er das gut gemacht? Was passiert, wenn wir das machen? Wir können ihn töten. Ja, Leute. Machen wir jetzt diese ganzen Kleinkram-Sachen, die uns ein bisschen was bringen? Oder gibt es noch irgendwo einen richtigen Fortschritt? Ich meine, wir können natürlich hier hinziehen. Das Blöde ist, dann kann er uns in den Rücken fahren und wir sind wieder gekesselt. So verdammt. Also nehmen wir an, wir ziehen jetzt hier hin. Würde er mit allen dort rausfahren? Würde er vermutlich nicht machen, weil er Tula sichern muss. Kommen wir da irgendwie hin? Nee, kommen wir nicht hin. Er könnte dann mit dieser Infanterie könnte er rausgehen. Dann hätten wir keine Verbindung und stehen blöd da. Könnten wir das verhindern?
könnten wir das verhindern? Wir könnten vielleicht Folgendes machen. Wir könnten zwei dorthin ziehen. Und den Panzer als Sicherung stehen lassen. Das Schöne ist eigentlich, diese Truppe ist jetzt eigentlich relativ gut so zum Nachrücken, ne? Bloß ich muss mich jetzt um diese blöde Armee hier kümmern. Das ist so nervig. Allerdings könnten wir auch hier einen taktischen Rückzug machen. Ich meine, hier kommen wir nicht durch. Das ist objektiv so. Wir kommen hier nicht weiter. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten das machen. Und das. Dann würden wir die dort killen. So. Beziehungsweise vielleicht geht es auch so. Da würden sie sich zurückziehen nach hier. Ne, dann lieber killen, glaube ich. So, wenn wir das gemacht haben, dann wird er hier vielleicht nachziehen. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir dann hier mit der Armee freie Hand haben und hier oben hinziehen können und das sehr, sehr gut gesichert ist. Dann hat er hier zwar die Beule, aber die Beule interessiert uns nicht. So, dann stehen wir hier und wir stehen hier. Und dann könnte man zum Beispiel so eine Aktion wagen, dass man im nächsten Zug hier reinzieht und ihn vielleicht rauslockt. Dadurch. Und dann... ja. Tja. Ach komm, das ist mein Plan. Wir machen das so. Oder es geht natürlich noch anders. Warte mal, es geht noch besser. Es geht, also wenn wir das so machen, geht es ja noch besser. Wir können mit dem Panzer, mit den dreien dort hineinziehen und mit denen dorthin. Dann hätten wir das gleiche Ergebnis. Ja, das ist gut. Das machen wir. Wir ziehen uns jetzt hier zurück aus Gzat. Wir ziehen mit dem Panzer hier rein. Wir ziehen mit allen hier rein. Ob es auch die Zeit bleibt uns. Ich gucke jetzt gar nicht auf den Chat. Ich ziehe jetzt einfach hier mein Ding durch. Ich gucke schon wieder auf den Chat, aber im Moment bin ich so versunken in meine Gedanken. Also wir ziehen hier rein. So. Dann kann er hier erstmal nichts machen. Und im nächsten Zug ziehen wir mit zwei von denen hier rein, killen ihn und mit einem dann dort rein. Dann stehen wir hier einigermaßen. Hier stehen wir richtig gut und wir haben hier Optionen, dadurch, dass hier auch noch eine steht. Ja, das gefällt mir. Das ziehe ich durch. Jetzt muss uns bloß die Zeit bleiben für diese Aktion. 12 Stunden vergehen auch noch wieder. So, was macht er? Er drückt jetzt danach. Okay, das ist klar. Das war zu erwarten. Ja! Ja, 0 Stunden. So, jetzt kommt diese Aktion. Jetzt ist die Frage... welche, diese beiden Schwächeren vielleicht? Das müsste eigentlich reichen, ihn zu killen. Und den ziehen wir dorthin. Bitte, 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 ja. So, jetzt könnten wir mit dem Panzer noch vorgehen. Aber das werde ich nicht tun. Das ist, glaube ich, eher unschön, das jetzt zu machen. Der steht ja dann völlig allein. Das Einzige, was wir machen, wir können ihn wegziehen, aber das mache ich auch nicht. Wir bestätigen das. So, wieder keine Zeit vergangen. Das ist gut für uns. Was machen die Sowjets? Sie rücken jetzt aus Kalinin vor und jetzt wird's. Obwohl, 1-1. Bitte, 1-1. Jetzt lass es auch mal 1-1 sein. Ja, toll. Großartig. 18 Stunden. Okay, wir können wieder nur noch eine Sache machen, Leute. So, jetzt gucke ich mal seit langem mal wieder zum Chat. Ja, genau. Halt im Süden, Aufmerksamkeit im Osten. Okay.
So, mal schauen. 20 Coach, 23 Meinung, ja. Gut. Ansonsten jetzt keine neuen Infos. Jetzt ist die Frage, was machen wir weiter? Sind wir jetzt schon in der Situation? Warte mal, der jetzt gut überlegen. Der Sowjet, der kann jetzt nicht mehr ziehen. Das heißt, wir könnten jetzt vorstoßen. Und jetzt müssen wir aber so vorstoßen, dass wir trotzdem uns irgendwie hinten absichern können. Das ist jetzt der große Schlüssel jetzt hier. Und wie machen wir das? Das ist die große Frage. Wenn wir jetzt mit allen dreien vorstoßen, können wir das nächste Mal dieses eine Korps hier hinziehen. Zur Sicherung. Er kann natürlich dann angreifen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir wieder zurückziehen müssen. Ich würde sagen, das kann man riskieren, ne? Ich würde sagen, wir machen das so. Zug nach Canino, was meint ihr? Es ist doch jetzt unsere letzte Chance, oder? Genau. Mr. Seraphim schreibt auch Canino. Was sagt der Chat zu der Aktion? Die Alternative wäre noch, eine hier hinten stehen zu lassen, aber dann verlieren wir natürlich auch Power. Okay. Mehrere Einverständniserklärungen. Dann bestätigen wir das so. Oh nein, er kriegt noch einen Zug. Aber er macht das nicht. Er geht nach Kalinin. Er verlässt den Siegpunkt nicht. Okay, haben uns ja geil verspekuliert. So, Leute. Uiuiui. Erstmal ein bisschen durchatmen. Ach, diese schöne Musik, Leute. Es fährt ein Zug nach Canino. Endstation Canino. Tja, ja. Gut, ich guck mal kurz auf den... Ach nee, auf den Kalender können wir hier gar nicht gucken. Müssen wir später gucken. Versorgung gibt es jetzt keine Überraschung. Das Blöde ist, hier ist er nicht gekesselt, ne? Weil er hier... Also die Truppen nerven ja tierisch da oben. Er könnte sich das dann natürlich auch wieder zurückholen, ne? Und dann sind wir gekesselt, ne? Also das ist da oben auch nicht so eine tolle Position. Fährt er jetzt eigentlich, wo fährt er jetzt eigentlich durch? Fährt er jetzt hier durch? Können wir das bestimmen, wie er lang fährt? Warte mal kurz. Ja, das können wir bestimmen. Ah, okay, gut. Das Problem ist aber, wenn er jetzt hier runterzieht, dann sind die abgeschnitten. Wie weit können wir jetzt hier vorstoßen? Nur bis hier. Das ist keine Verbindung. Uiuiui, Leute. Uiuiui. Was machen wir mit dem Panzer, ne? Hier, die werden wir verlieren. Das ist auch der nächste Punkt eigentlich. Ich tendiere dazu, die Panzer zurückzuziehen. Was meint ihr? Wir können fliehen. Zwei tote Panzer sind zwei Siegpunkte weniger. Wir machen hier nicht mal Schaden. Also, was meint ihr? Zuerst fliehen hier aus Rev?
Gut, ich wechsle jetzt so ein bisschen die Schauplätze. Das ist so ein bisschen doof, ne? Ihr seid jetzt oben noch rechts. Gucken wir uns denn das erstmal an. Ja, ich müsste jetzt... Ja. Dieser ganze Vorstoß wird jetzt aufgehalten, wenn wir die töten. Aber wahrscheinlich müssen wir die töten, ne? Also sind zwei Themen jetzt. Erstmal erledigen. Und das, aber die müssen wir beide klären, diese beiden Themen. Und dann, was machen wir mit dem Panzer? Und ich glaube, die Entscheidung ist aber wichtiger, weil er hier sonst definitiv angreifen wird und beide Panzer sind. Okay. Oljeno ist ungeschützt. Ja, aber einigermaßen ungeschützt, würde ich mal sagen. Immerhin ist da Wald und Schützengräben. Das ist schon ganz okay. Okay, ihr seid für Fliehen. Den Panzer in Novosil vorziehen, um die Versorgung zu sichern. Seid ihr jetzt wieder da oben? Ja. Das könnte man machen, ja. Genau. Das wäre der richtige Weg. Hier den Panzer hinstellen. Zuerst und dann hier durchrücken. Wahrscheinlich ist das der richtige Weg. Aber wir machen erstmal den Rückzug. Gut, da haben wir jetzt schon ein bisschen was zu tun jetzt für die nächsten Runden. Das ist auch mal okay. Bestätigen wir das erstmal. Nein. Ach so, 6 Stunden nur. Alles gut. So, er kann natürlich jetzt wieder ersetzen. Wird da natürlich immer stärker. Und, was macht er? Jetzt bin ich mal gespannt. Er kämpft da drüben. Eine 2-2-Situation. Ja, natürlich. Eine 2-2 wird mal wieder eine 2-1 zu unseren Ungunsten, klar. Das ist ja noch harmlos. Gut, hier haben wir uns erstmal gerettet aus dem Schlamassel. So. Dann. Dann ziehen wir hier den Panzer hier hin. Das müsste genauso reichen. Wir könnten ihn auch dahin ziehen. Nee, das würde das nicht sichern. Wir müssen den Panzer so ziehen. Geht nicht anders. Der kann vielleicht dann sogar noch rüberrücken und so. Das ist in Ordnung. Damit haben wir das Problem gelöst. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Das war jetzt wirklich sehr wichtig und hilfreich. Ja, das war zu erwarten, dass dieser Kampf jetzt kommt. Aber okay. Wir haben mal Glück gehabt, Leute. Ist das zu glauben? Wir haben echt mal Glück gehabt. Das Problem ist, wenn nachher der Schnee kommt, dann haben wir keinen Wald mehr als Schutz. So. Jetzt gibt es natürlich eine interessante Situation, Leute. Wir können jetzt hier tatsächlich... Wieso ist... Oh, nee, ne? Schau dir das mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier... Boah. Was ist denn hier für Modifikatoren, Leute? Wir haben 5 Schüsse. Die haben 2 Schüsse. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir... Boah, das ist echt der Hammer. Dabei wäre das jetzt sowas von mega wichtig, ne? Dass wir diese Schlacht hier durchziehen. Eigentlich muss man das wagen. Eigentlich muss man das wagen. Weil wenn wir das hinkriegen, dann könnten wir Jeff wieder einnehmen. Und dann wären die hier wiederum gekesselt. Jo, Leute. Ja, auf Jeff kann ich halt nicht. Ich muss erst diesen Kampf durchziehen. Also, wir müssen jetzt mehrere Sachen machen, ne? Wir müssen... Also eigentlich, was wir unbedingt machen müssen, sind diese beiden Einheiten. Diese müssen wir ziehen und hier müssen wir auch nachziehen. Glaube ich zumindest. Die Frage ist, ob uns die Zeit bleibt für alles, ne? Die nächste Frage ist, ziehen wir jetzt hier hin, um jetzt wirklich hier Gas zu geben? Oder ziehen wir da hin? Ich tendiere jetzt ja wirklich hier hinzuziehen. Was sagt der Chat? Wollen wir jetzt straight on Moskau?
ja, ich verbeiß mich schon wieder links. Deswegen habe ich mich da losgerissen und bin jetzt wieder oben. Also, was meint ihr? Ich meinte, von hier aus haben wir im nächsten Zug... Ja. Okay. Oh, zu viel Zeit. 12 Stunden. Zu viel Zeit, die vergeht. Wir haben jetzt gerade echt viel Sachen zu tun. Aha, ha, ha, ha. Was sehen wir denn da? Oh Gott, keine Zeit vergeht. Das ist doch mal eine Entlastung, oder? Eine kleine Entlastung für die Front hier unten. So. Genau, eigentlich muss das Ziel sein, dass wir Tula kesseln. Das ist absolut richtig. Jetzt ist die Frage. Wir können... Wir müssen eigentlich sogar das versuchen. Jetzt ist... Der Punkt ist jetzt, was lassen wir hier stehen? Ich tendiere dazu, so vorzugehen und einen stehen zu lassen. Es ist dann möglich, dass er von hier aus angreift, aber dann lässt er natürlich hier die Siegprovinz ziemlich unbeschützt. Und dann können wir wiederum von hier durchstarten. Also das wäre jetzt mein Zug. Was sagt ihr dazu? Die Alternative ist, wir riskieren es. Das Problem ist, er könnte sich halt auch aus diesem Kampf zurückziehen, ne? Dann würde er den Siegpunkt aufgeben. Also man könnte auch riskieren, alles da reinzuziehen. Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht hier eine Einheit hin oder er zieht hier eine Einheit hin. Also er zieht hier weg. Was meint ihr? Darius sagt, nichts stehen lassen. Nichts stehen lassen. Ja, das ist jetzt... Ja. Das stimmt. Theoretisch können wir beim nächsten Mal mit dem Panzer hier auch kesseln. Okay, jetzt. Die meisten sagen, nichts stehen lassen. Na gut. Dann ziehen wir es so durch. Dann. Ja, das Problem. Ihr seid echt hardcore drauf, ne? Der Punkt ist einfach, wenn er jetzt rauszieht, ne? Nehmen wir an, er zieht mit der Infanterie raus. Also ich würde mit der Infanterie rausziehen. Haben wir die Power, mit diesen Truppen den Panzer aus Tula zu kicken? Haben wir die Power dafür? Ich würde sagen, die schaffen das nicht. Die schaffen das nicht. Gut, andererseits, dann wäre der zwar abgeschnitten, aber im nächsten Zug hätten wir die Verbindung wieder. Das wäre also, könnte man noch akzeptieren. Ganz knifflige Entscheidung. Jetzt wollte ich schon aus der Flasche trinken. So weit ist gekommen, Leute. Andererseits ist es natürlich immer gut, wenn man seine Dreier-Stacks behält, ne? Das ist schon... Versuch macht klug. Ja, die Regel mit den versprengten Russen, ja. Das stimmt, aber die tritt im Moment hier noch nicht auf.
Nee, der Panzer kann nicht noch weiterfahren. Die Versorgung stelle ich halt eher aber erst im nächsten Zug her. Das heißt, ein Zug sind die dann sehr gefährdet. Das ist der Punkt. Okay, Leute, wir hauen das jetzt so durch. Nein! Oh, das ist überraschend. Oh, okay. Krass. Krass. Ja, dann würde ich sagen, war das ja die perfekte Entscheidung. Jetzt gibt es natürlich nur einen Zug. Einen denkbaren Zug. Das ist dieser hier. Ja, und da haben wir natürlich jetzt das Thema verpasst, ne? Soweit zum Thema Kesseln. Aber es war trotzdem wichtig, dass wir dort vorgegangen sind. Ich sollte mich ja nicht links verbeißen. So, Leute. Oh Mann. So, genau. Venjov können wir jetzt noch nicht kesseln. Leider, leider, leider. Das ist nicht gut. Hier können wir im Zweifel nochmal nachziehen. 0-1 ist totaler Bockmist. Da müssen wir einfach abwarten. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, das einzig Sinnvolle jetzt an Kampf ist das hier. Wobei 0-0, ne? Auch wenn Jeff jetzt besetzt ist, wollen wir das machen? Gibt natürlich ein Risiko, dass unser Panzer getötet wird, aber gut. Besser, ich meinte, rumstehen ist auch nicht viel besser. Na gut, ein Siegpunkt. Was meint ihr? Sollen wir Stepino jetzt kämpfen? Oder lieber irgendwie nachrücken? Inf aus Pushino nachziehen, ja. Pushinok, Edida ist das das Problem, ne? So, was meint ihr? Kämpfen oder nicht kämpfen? Mehrheit im Moment für nicht kämpfen. 3-3 jetzt. 3-4. 3-5, 4-5. Okay. Jetzt ist die deutliche Mehrheit für Nachrücken. Dann werden wir jetzt nicht kämpfen. Dann ziehen wir nach. So. Ich würde mal sagen, Priorität haben jetzt die, wo zwei drin sind. Schaut mal, da kommen wir sogar hier rein. Da hätten wir einen Dreier-Stack. Wenn der dann mal irgendwann wieder Treibstoff bekommt. Das ist durchaus nicht schlecht, würde ich mal sagen. Okay, mal gucken, ob wir noch einen Zug kriegen. Kalinin ist jetzt frei. Jetzt ist die Runde beendet. So, 29. Ich weiß gar nicht, was zwischen 32 und 42 ist. Ist das ein Unentschieden? Ich glaube ja, ne? Noch ein bisschen die Musik genießen. Okay, wir schließen. Und wir gucken mal ganz kurz in den Kalender, was jetzt eigentlich so passiert. Also, wir haben jetzt noch 1, 2, 3 Runden. Dann beginnt der Schnee. Na, 4 Runden. Und dann beginnt die Gegenoffensive. Dann wird's bitter. Also im Prinzip...
Ich sag mal so, wenn wir in 4 Runden nicht Moskau erreicht haben, dann können wir nur noch über die Siegpunkte gewinnen. Dann heißt es irgendwie die Verteidigungsposition sichern. Okay. Und er kriegt dort 3 Infanterie. Wobei er die, glaube ich, jetzt nicht mehr komplett einsetzen kann, sondern nacheinander. Nämlich zuerst, also Moskau und Wladimir sind jetzt noch seine Einsatzpunkte. Den oben haben wir nämlich ja uns gekrallt. So, jetzt ist wieder die spannende Frage, was stocken wir auf? Oh, der hat noch nicht mal jetzt Benzin. Na gut. Das hier sieht natürlich ganz, ganz, ganz übel aus, muss man mal sagen. Diese Konstellation, weil das scheint mir fast so, als würde er da uns komplett vernichten können. Und das sind 6 Siegpunkte. Das ist Hardcore. Die Frage ist, ob wir hier unten nochmal raus, ob wir da nochmal fliehen. Wäre ja schon möglich zumindest. Wobei, den könnte er jetzt auch ganz einfach killen. Also wir werden hier Einheiten verlieren. Andererseits, wohin eigentlich fliehen? Ich meinte, er kann ja immer nachziehen. Ja, wir gucken jetzt mal die Lage an. Hier oben, da haben wir leider ein bisschen Treibstoffmangel. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Genau jetzt, ne? Gut, wir müssen aber jetzt den Kessel schließen, das ist klar. Also ich sag mal, eigentlich müsste man hier verstärken. Vielleicht gibt es noch eine gewisse Chance, dass wir durchhalten. Was meint ihr? Also ich würde sagen, wir verstärken hier. Vielleicht schaffen sie es. Vielleicht schaffen sie es. Ich meinte, sie haben den Wald, sie haben den Schützengraben. Das hilft ein bisschen. Das hilft ein bisschen. Und in der Defensive kämpft die Infanterie ja, glaube ich, besser. Ne? Also wir bestätigen das. So, und jetzt geht's los. Ich guck mal spaßenshalber, was hier passieren würde. 3. Wenn das gleich, das wird, glaube ich, gleichmäßig abgezogen. Das heißt, wir verlieren eine. Ja, aber fliehen macht hier auch keinen Sinn. Das lassen wir mal. Wir kümmern uns jetzt hier um diese Situation, die so ein bisschen netter ist. Okay, was können wir tun? Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Kessel erstmal zumachen. Deswegen kämpfen wir natürlich da nicht. So, und wie machen wir den Kessel zu? Vermutlich, indem wir einfach hier runterziehen. Ich glaube, ich würde die starke Truppe hier direkt mal stehen lassen und nicht teilen. Weil ansonsten macht er hier einen Gegenangriff. Und dann haben wir ein Problem. Ja. So. Ich glaube, die ist nicht gefährdet, ne? Die Einheit. Ich meine, die ist schwach. Die ist extrem schwach. Aber er kommt nicht mit den beiden Infanteristen, glaube ich, dorthin, oder? Durch die Verlegung bin ich ganz sicher, wie die Bewegungsregeln sind. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, wir können auch in den Wald rein. Das Problem ist, wenn wir in den Wald reingehen, dann kann er uns natürlich direkt angreifen. Und zwar von dort oder von dort. Und dann ist der Kessel gefährdet. Natürlich haben wir die Waldverteidigung, aber das ist nur noch einer. Und das ist mir echt zu heikel. Also ich will jetzt den Kessel sicher machen.
Wladimir abschneiden. Da kommen wir nicht hin. Wir könnten da oben hin, ja. Aber, nee, jetzt mal ehrlich. Also das, dann kann er uns da einfach, das ist zu riskant, jetzt hier hinzufahren. Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt hier nach Kashira fahren. Alles andere erscheint mir Wahnsinn. Ja, mit dem Panzer von Jefremov, zu dem kommen wir gleich. Der wird nämlich sicher noch eine Rolle spielen. Mit dem können wir nämlich... Der Punkt ist genau, wir können auch den Panzer nehmen für diese Aktion. Damit könnten wir die auch kesseln. Das ist richtig. Ich glaube, das ist der beste Weg. Ja, das stimmt. Dann behalten wir den Dreier. Und können tatsächlich hier oben vorgehen. Ne? Mit der müssen wir dann aber hier nachziehen, um hier das zu verhindern, dass wir abgeschnitten werden. Das ist wichtig. Wir machen mal den Zug. Er verstärkt wieder. Ich frage mich, wann er jetzt dann angreift, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier nachziehen. Wir kommen ja echt weit damit, ne? Der Punkt ist hier wieder, ne? Wir müssen Jefremov müssen wir sichern. Das heißt, mindestens eine Einheit muss in Jefremov bleiben. Oder wir lassen alle drei dort. Was ist jetzt der klügste Weg? Was ist jetzt der klügste Weg? Alle drei dort stehen lassen oder nur eine Einheit stehen lassen als Absicherung? Ich tendiere im Moment dazu, alle drei dort stehen zu lassen, weil wir dann mit der nächsten Aktivierung können wir ja alle drei bewegen. Dann können wir zum Beispiel einen Panzer hier reinbringen und die anderen beiden immer noch nach vorne bringen. Ne, den Panzer kann ich nicht nach Venjov bringen. Das geht nicht. Ja, wir lassen alle drei und dann klären wir dann in der nächsten Runde da oben die Situation. 12 Stunden wieder vergangen. Nicht so gut. Ja. Jetzt wird's hier hart. Nächste Einheit verloren. So, Jeff wird immer schwächer. Es ist so verflixt, dass wir da nicht weiterkommen. Jetzt bräuchten wir irgendwie eine schnelle Einheit, die hier zwischengrätschen kann. Hier ist immer noch diese blödsinnige Situation, ey, die mich so wahnsinnig macht. Der killt uns hier, ne? Das Blöde ist, das ist ein Siegpunkt. Aber wir haben dort eine ganz super schlechte Verteidigung. Wenn wir hier stehen bleiben, was können wir jetzt machen? Ich guck mal ganz kurz auf die Versorgungskarte. Er wird versorgt, ja. Achso, das muss ich mal ausschalten. Wir könnten hier rausziehen. Aber das nützt uns natürlich nicht wirklich viel. Wir können mit dem Panzer dort reinziehen, aber da müssen wir nochmal kämpfen. Das ist auch Mist. Ja, also
Ich tendiere ein bisschen dazu, dass wir hier die Front auffächern. Dass wir jetzt hier uns zurückziehen und mit den Truppen uns auch zurückziehen. Und wenn er dann nachrückt, dann können wir ihn kesseln. Beziehungsweise wir können ihn sowieso kesseln. Er ist in einer doofen Situation. Ja, wir ziehen nach Süden. Wir ziehen ihn jetzt. Es sieht aus wie Chaos, es sieht aus wie Flucht, aber das ist alles die ganz große Taktik. Wir ziehen jetzt nämlich ihn die Front ganz weit zurück, damit unsere Einheiten hier im Osten den Platz haben, durchzustoßen. Das ist die Strategie, die ich mir jetzt so hinterher zurechtgelegt habe, wie ihr bemerkt. So, das ist jetzt diese üble Angelegenheit. Okay, das ist ganz gut gelaufen. Wir halten hier. Oh Gott, aber wenn wir die alle verlieren, ey Leute, das sind so viele Siegpunkte. Naja, wir müssen nach Moskau durch. So, der Punkt ist, ich kann jetzt nicht mit denen ernsthaft hier vorrücken, weil dann sind wir hier, das nächste Mal ist der Panzer völlig isoliert, das geht nicht. Ich guck mal spaßenshalber. Halt, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal den Plan hier beenden, ne? Der Plan war, dass wir uns hier aus dieser sinnlosen Situation zurückziehen und lieber hier Druck machen. Und das machen wir jetzt auch. Kann der uns irgendwie unangenehm Stress machen? Ja, wenn ich das mache, könnte er uns hier abschneiden. Er könnte einfach reinziehen, dann sind wir abgeschnitten. Okay, insofern vielleicht nicht so eine gute Idee, sondern wir müssen dann erst mit der Infanterie hier rein. Und die Frage ist, würde er die kaputt machen können? Ich meinte, die ist voll. 6. Es ist Wald. Aber Wald hilft nicht mehr so viel. Allerdings könnten wir natürlich uns aufteilen. Wir könnten einen Teil dorthin schicken und den anderen Teil dorthin schicken. Wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist das der richtige Weg. Gut, Leute. Okay, jetzt gibt es zwei Philosophien. Eine sagt hier, die beschäftigt halten. Meine Gedanke ist der, wir ziehen eine Einheit hier raus, also vielleicht die beiden hier hin und das ermöglicht es uns. Na gut, was wird er machen? Er wird vermutlich hier zurückziehen und angreifen. Was uns aber wieder ermöglicht, den Siegpunkt zurückzuholen. Was meint ihr? Soll ich die in Mosjasch stehen lassen oder nicht? Wie seht ihr das? Jetzt kommen noch andere Vorschläge, aber ich würde gerne das erstmal zu Ende diskutieren. Das ist eine wichtige Sache. Ich meine, man kann es auch mit gutem Gewissen stehen lassen, ne? Hier wird er zumindest, wenn er nachrückt, wird er hier in die Schützengräben fahren. Hier sind unsere Chancen besser. Okay. Ausschalten werden wir die nicht. Das ist unwahrscheinlich. Okay, das ist jetzt extrem gespalten, der Chat. Extrem gespalten. Ich kann. Ja, das könnten wir auch nochmal probieren. Das ist nochmal eine gute Idee, wie das aussehen würde.
Nee. Der müsste da alleine kämpfen. Den müssten wir dann hier hinschicken. Gut, wir können ihn da hinschicken. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee. Das ist. Weil die Infanterie nicht so weit kann, ist das keine gute Idee. Tja, ihr seid unentschieden genauso wie ich. Dann würde ich sagen, im Zweifel nichts machen. Im Zweifel stehen lassen. Gut, ich will noch mal eine andere Sache nur mal mir angucken. Hatte ich das schon? Habe ich, wenn, dann habe ich schon vergessen, was passiert, wenn wir hier jetzt vorgehen. Oh. Naja. Aber hilft uns das? Hilft uns das? Oder schwächt uns das eher? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall gar nicht so eine blöde Option. Ja, das ist nicht so gut. Na gut. Okay, Leute. Wie viele Züge haben wir noch? Wir können noch ein bisschen was machen. Wir können noch ein bisschen was machen, aber was? Wir können die zumindest mal in die Nähe ziehen. Vielleicht halten wir noch eine Runde durch und dann kommt Verstärkung. Das wäre doch auf jeden Fall nochmal eine gute Idee. Das machen wir noch. Oh, 12 Stunden. Oh nein, Runde beendet. Wow. Gut. Töte doch den Kessel, das geht noch nicht so einfach. Da müssen wir ein, zwei Runden warten. Okay, 28, 32. Runde 16. Wie viele Runden haben wir noch? Zwei oder drei? Na gut. Es gibt keine Verstärkung mehr für uns. Es geht gleich zur Sache. Wo haben wir jetzt Treibstoffmangel? Hier unten. Okay. Das ist insofern gut, weil wir hier oben was hinkriegen können. So, die sind jetzt erstmal abgeschnitten. Aber nicht die Kavallerie, das ist egal. Wie sieht jetzt ein Kampf aus? Immer noch Mist. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Runde warten. Die Kavallerie könnte sich sogar da rausbewegen. Aber okay. Aber okay, Leute. So, jetzt ist die Frage. Also hier wird das Spiel entschieden. Hier an dieser Flanke. Na gut, hier unten könnte es auch entschieden werden, wenn wir so viel verlieren. Obwohl, es geht ja jetzt nur noch um Moskau. Ich glaube, Siegpunkte kriegen wir nicht mehr hin. Gut, also der Punkt ist, wir würden die gerne da oben erledigen. So, wie erledigt man die? Indem man eine reinzieht, also am besten so wenig wie möglich reinzieht, würde ich mal sagen. Jetzt ist wieder diese blöde Rückzugsregel. Aber meiner Meinung nach kann er sich jetzt nicht mehr zurückziehen aus dieser Konstellation. Ja. Ist ganz schön riskant, ne, wenn man das so macht. Also Rückzug heißt eigentlich Zerstörung. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass er nicht zerstört wird. Das heißt, wir könnten noch eine weitere Einheit hier reinziehen, zum Beispiel die Elite-Einheit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer. Und mit der rücken wir dann hier weiter vor. Da kommen wir immerhin, ja, nach Wendjow zum Beispiel. So, was meint ihr? Ist das ein Zug? Lieber auf Nummer sicher gehen.
Warte mal, es gibt noch eine andere Sache. Wir könnten als erstes mal die... Oh, das ist, glaube ich, sogar noch wichtiger. Das läuft uns nicht weg da oben. Das muss ich mal kurz wieder abbrechen. Ihr könnt schon mal eure Meinung... okay, ihr fand den Weg perfekt. Okay, den machen wir auch. Das war nicht vergeben, dass ich euch gefragt habe. Aber was, glaube ich, wichtiger ist, dass wir unsere Elite-Truppe jetzt hier zur Verteidigung hinbauen. Sonst verlieren wir möglicherweise die Infanterie. Das ist wichtiger. Das andere machen wir gleich. Es ist nicht verloren. Okay, jetzt möchte er so richtig absichern. Das Problem ist natürlich, uns läuft die Zeit weg, ne? Am Ende ist es doch so, jetzt mal ehrlich, am Ende ist es doch so, diese Einheit, die wir dort hochschicken, die werden hier nicht mehr eingreifen. Am ehesten werden noch Einheiten eingreifen, die wir jetzt noch ranbringen können. Und insofern bin ich fast am Überlegen, dass wir da gar nichts machen, sondern wirklich nur eine Einheit zur Sicherheit dastehen lassen. Ja. Die müssen wir auch angreifen. Kolomna, das ist klar. Ja. Ja, Leute. Das muss auch sein. Tja, das hätte besser laufen können. So eine Züge sind dann manchmal die entscheidenden, ne? Hier haben wir echt Glück gehabt. Ey, da halten wir die Stellung. Oh, 18 Stunden. Ganz übel. So. Aber gut, das nächste Mal kriegen wir Kolomna vielleicht. Wie weit kann der denn jetzt ziehen? Der kann nur zwei Felder ziehen. Eigentlich müssten wir jetzt auch hier mal durchdrücken, ne? Okay, ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so. Es wäre ganz nett, wenn ihr nicht unbedingt jetzt diskutiert, ob es schon verloren ist oder nicht. Das hilft der Truppe nicht wirklich. Denkt an die Moral der Truppe. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Eine Elite oder drei normale. Aber ich würde mal sagen, wir machen es so. Die bleibt da zur Absicherung. Kriegen die eh nicht weg. Aber ist das der wichtigste Zug jetzt eigentlich? Ist das wirklich Priorität? Müssten wir nicht hier eigentlich drücken? Jetzt stellt sich wieder die gleiche Frage. So Leute, was meint ihr? Wollen wir diesen Angriff machen? Setzen wir jetzt hier alles auf eine Karte? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das so zu formulieren. Serpukov. Was meint ihr?
Okay, sagt. Ja, Alfarius sagt, man verschiebt ihn nur und das bringt nichts. Aber die übergroße Mehrheit ist für Angriff. Bei einer Sache muss ich jetzt mal kurz sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ne? Der Punkt ist, diese Kavallerie. Obwohl, wartet mal, wenn die sich zurückzieht, dann muss es zum Kampf kommen. Die kann sich da, glaube ich, nicht zurückziehen. Also sie könnte schon, aber da würde hier ein Kampf ausgelöst werden. Insofern ist das keine... Ja, okay, also wir greifen an. Jetzt. Oh Gott. Ist das beschissen gelaufen oder ist das beschissen gelaufen? Also echt mal, schlechter hätte es ja nicht gehen können. Gut, die sind da jetzt erstmal gebunden und können uns jetzt nicht mehr helfen bei dieser ganzen Aktion. Toll. Ganz groß. So, die stehen hier auch sinnlos in der Gegend rum. Ja. Ja. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir den Zug, den wir eben besprochen hatten. Keine Zeit vergeht, immerhin das. Was macht er jetzt für einen Mist? Kann er uns da irgendwie abkesseln? Ach du Schreck, was hat er jetzt gemacht? Wartet mal, ist jetzt hier irgendwas Blödes passiert? Ach du Schreck. Ach du Schreck. Diese KI macht mich auch echt schwach. So, wir haben hier keine Versorgung. Die hat keine Versorgung mehr. Das hat er gut gemacht. Können wir irgendwie einfach die Sache aufheben? Das ist so bitter. Hätte dieser Panzer dort jetzt keinen Treibstoffmangel, ne? Dann hätten wir easy peasy das erledigen können. Aber nein. Aber nein. Nee. Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Tja, ich würde mal sagen, das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Ja, Gegenstoß ist irgendwie nicht so richtig, ne? Gut, was ich eigentlich gerne noch machen würde, ich würde gerne den Panzer noch nach vorne ziehen. Der wird uns noch helfen, vielleicht hierhin. Einfach um jetzt das Bedrohungspotenzial aufrechtzuerhalten. Dadurch muss er hier irgendwie absichern, kann nicht einfach so reinfahren und so weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig. Na, Vyazima können wir. Womit sollen wir das angreifen? Mit diesen beiden angeschlagenen Infanteristen? Unmöglich. Dorokbov hochziehen, muss ich mir angucken. Was macht er jetzt? Jetzt verstärkt er das noch. Ja, das ist mit diesen zwei Einheiten hätten wir es auch so nicht geschafft. Also das wäre illusorisch gewesen gegen sechs und dann noch ein Panzer dabei. Keine Chance. Wir können froh sein, dass die hier sicher stehen. Die werden uns jetzt nicht helfen. Was so frustrierend ist, dass ein Jeff hier so gut wie nichts mehr steht und wir es nicht hinkriegen, diese blöden Infanteristen da rauszukriegen. Aber das ist gejammert. Damit das ist abgeschlossen, das Thema. Das Thema ist durch. Tja, Leute, hier angreifen macht jetzt keinen Sinn. Da müssen wir schon warten, bis die dann wirklich erledigt sind. Immerhin gibt das noch Siegpunkte. Was können wir jetzt eigentlich noch machen? Wir können jetzt nur noch diese Einheiten irgendwo verlegen. Was passiert denn, wenn ich die da reinziehe?
01. Dann haben wir allerdings in der nächsten Runde da zumindest schon eine ganz gute stehen. Vielleicht hilft uns das. Ja, Leute, ich werd jetzt mal tatsächlich hier so einen Wahnsinnsvorstoß machen. Wobei, andererseits, wartet mal. Nicht, dass die uns jetzt hier komplett... Die können uns ja hier eigentlich... Was hindert die daran, eigentlich jetzt hier komplett durchzufahren? Ja, die kommen da nicht in einem Zug durch. Was meint ihr? Soll ich Mosalsk nach Maliaroslavets ziehen? Oder nicht? Aus Tula kann ich hier nichts in den Norden. Also, wenn ich da jetzt wegziehe, das ist doch Schwachsinn. Ich meine, wir haben die jetzt gekesselt. Die will ich jetzt nicht wegziehen. Das müssen wir jetzt durchziehen. Das, wenn ich nur einen wegziehe, dann kommt es zum Kampf. Und den will ich jetzt nicht haben. Das kommt nicht zur Frage. Kommt nicht in Frage. So, Leute. Jetzt habe ich vergessen, was ich gefragt hatte. Ich hatte gefragt, Mosalsk nach Malajorowsk. Ja, genau, das hätte ich gefragt. Und ihr meint, ja. Und einmal nein. Okay, dann ziehen wir rein. Der Panzer bekommt kein Mali. Man sieht es ja hier. Okay, also wenn wir 0-1 haben, sind wir zufrieden. Mit 1-2 sind wir auch zufrieden. So, was machen die Sowjets? Gepasst, okay. Immerhin. Das heißt, sie machen jetzt keinen Mist. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es überhaupt noch irgendwas, was wir tun können? Man könnte diesen blöden... Es gibt ja eine gewisse Chance, dass sie sich zurückziehen. Die Chance ist da, ne? Also für mich gibt es zwar... Aber was bringt uns das? Ich meinte, die werden dann wieder verstärken und wir werden das nicht kriegen. Wir könnten hier noch versuchen... Aber die werden wir auch nie wieder ranziehen. Der Drops ist gelutscht, Leute. Also entweder passen, würde ich jetzt mal sagen. Passen oder... Die könnten wir noch wegziehen. Das ist noch sinnvoll. Die könnte in irgendwelchen blöden Konstellationen... Oder anders. Nein! Warte. Wir können die dorthin ziehen. Weil in irgendwelchen blöden Konstellationen stehen die da vielleicht noch besser. Zusammen. Andererseits, wenn er hier gewinnt... Nee, eigentlich muss das so bleiben. Auch wenn es erbärmlich ist, aber eigentlich muss das so bleiben. Okay, Leute. Nachrücken. Ja, was ist hier? Das Problem ist, ich kann nicht mehr nachrücken, Leute. Es sind noch diese Einheiten, aber was soll das? Das Spiel geht noch 5 Runden, die werden da nicht hinkommen. Das kann man machen. Also ich würde die dann zusammenziehen. Tja, vielleicht gibt es nochmal die Gelegenheit. Vielleicht um Brianz zu verteidigen. Ja, okay. Vielleicht gibt es nochmal eine Notwendigkeit, Brianz zu verteidigen. Ich werde die mal zusammenrücken. Und das war's. Ey, wir haben sogar noch eine Runde. Wer hätte das gedacht? Also, noch immer die Frage, wollen wir diesen blöden Angriff fahren oder wollen wir ihn nicht fahren? Gut, ihr drückt jetzt die Daumen, ich mache den Angriff. Wir ziehen ihn durch. Wir sind jetzt wahnsinnig. Im schlimmsten Fall verlieren wir nur einen Elite-Panzer. Ja, 0-0. Ging noch glimpflich aus. Okay, Leute. Runde 17. 30 Punkte. Kann es sein, dass... dass wir noch eine Runde haben? Oder haben wir noch 2 Runden? Bin ich mir nicht ganz klar. Bis die Gegenoffensive losgeht. Das wäre jetzt doch nochmal wichtig zu erfahren.
So, jetzt ist nämlich der Punkt, wo wir hier zuschlagen können. Und das sollten wir sicher auch tun. Das Coole ist, wir sind in der nächsten Runde in Podolsk. Und das ist richtig cool. Und dann, wann kriegt er Verstärkung? Das müssen wir uns jetzt mal alles ganz genau angucken. In dieser Runde kommt die Verstärkung. Okay, also eine Armee definitiv in Moskau. Der Chat ist leider noch ein bisschen hinterher. Ja, es tut mir leid, ich hab doch nicht auf euch geachtet. In dieser Runde kommt die Verstärkung. Und was ich mir nicht ganz im Klaren, ich glaube, in der nächsten Runde fällt jetzt hier der Schnee oder am Ende erst? Ich glaube, hier fällt schon der Schnee und da beginnt die Blitzoffensive. Das ist mir nicht ganz klar. Gab es da noch irgendwie einen Hinweis? Wetter? Im Briefing. Wetter. Schnee ab Runde 18. Ab Runde 18. Okay, aber die Offensive beginnt erst in Runde 19. Also Schnee ist noch kein Problem. Das Problem ist erst Runde 19. Na gut. Die Armen hier, wie würde es aussehen? Hier können wir nichts mehr tun. Tja, Kolomna. Also das ist natürlich, wir müssen jetzt Kolomna angreifen. Das ist sozusagen die Basis von allem. Boah, Leute, ich könnte jetzt. Okay, also ich meinte, das ist jetzt so megamäßig scheiße. Das hätte jetzt aber wirklich, das hätte es werden müssen. Ey, Leute, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Jetzt kriegt er seine blöde Verstärkung. Oh yeah. Ja, natürlich. Natürlich. So. Oh mein Gott. So, wir sind da abgeschnitten. Das heißt, wir müssen definitiv jetzt nach Kaschira, um die Versorgung sicherzustellen. Das ist klar. Da führt kein Weg rein, raus. Keine Ahnung. Da haben wir jetzt Glück. Da haben wir jetzt Glück. Aber wir brauchen das Glück woanders, Leute. Nicht da. Da wird dieser Krieg nicht entschieden. Da wird dieser Krieg jetzt nicht entschieden. Oh, wie blöd sieht das auch aus, ne? Ah, so, wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie. Dass dieser Panzer schon wieder Treibstoffmangel hat, ey, das ist so unfassbar. Aber wir müssen ja hier nachrücken. Wir müssen den langsam da freikämpfen. Ist das jetzt wichtig? So, wenn wir hier kämpfen. Also wenn wir jetzt. Die Regel ist so, wenn wir jetzt hier warten, dann kriegen die. Das Problem ist, wir kriegen sie nicht besiegt, ne? Seht ihr ja. Aber die können sich jetzt auch nicht bewegen. Das ist von Vorteil. Wenn wir warten, verlieren die jedes Mal zwei Dots. Immerhin. Immerhin. Das heißt, irgendwann kriegen wir den Siegpunkt. Irgendwann kriegen wir ihn. Ja, den Kessel kann ich leider nicht vernichten. Genau. Darüber habe ich gerade geredet, ja. Im Norden gefriert auch das Zielwasser. Ja. So ist es. Die Verzweiflung wird immer größer.
Mit diesen Infanteristen und diesen Schützengräben und so weiter weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also wir müssen, also dass dieser Panzer Treibstoffmangel hat, das kommt ja auch noch wieder hinzu. So Leute, wir müssen jetzt hier nachziehen. Ein bisschen Glück brauchen wir jetzt, ein bisschen Glück. Ist das ein bisschen Glück? Wahrscheinlich. Das Schlimme ist, er kriegt noch eine Infanterie, oder? Nee, ach, da oben hat er eine. Tja, Leute. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Wir können vielleicht hier... Das ist vielleicht nochmal eine Idee. Vielleicht können wir hier noch irgendwie... das zumachen. Warte mal, hier ist irgendwie... Ich muss mal hier ganz kurz... Midnight Gamer rausschmeißen. Wobei ich das gerade nicht kann, warum auch immer. Hallo? Warum kann ich hier nicht mehr bannen? Na gut. Hat er Glück gehabt. So Leute, haltet ihr das für... Ich meine, das ist jetzt nicht mehr kriegsentscheidend. Haltet ihr das für eine gute Idee? Gibt uns im nächsten Zug die Chance, hier diesen Kessel wieder aufzuheben, wenn er nicht sowieso jetzt... Tja, was meint ihr? Wollen wir den Zug machen? Oder ist es zu riskant nach dem Motto, dass wir hier gekillt werden möglicherweise? Ja. Wir kommen. Wir haben jetzt keine großen Optionen mehr. Das ist eigentlich das Einzige, was mir einfällt. Ich würde sagen, wir machen es. Wir sind in dem Moment, wo nur noch Beten hilft. Ja, damit verbaut er uns jetzt geschickt den Weg. Wir haben noch einen Zug. ...23:30 ist es schon, ja. Vermutlich werden wir nicht noch March to Glory machen. Dafür ist es schon zu spät. Aber wir werden das hier ehrenhaft zu Ende kämpfen und dann noch ein bisschen quatschen. Das ist ja auch schön. Aber Leute, ich will hier einfach noch nicht aufgeben. Noch ist die Sache nicht gegessen. wenn ich einen Panzer aus Tula rausnehme, wird der Kampf hier aktiviert, sozusagen. Und das ist natürlich dann doppelt doof, ne? Also nehmen wir an, wenn ich die da hinziehe, dann... Ja gut, ich meinte, das könnte man machen, weil die sowieso nicht... Eigentlich ist das eine gute Idee. Eigentlich ist das gar keine schlechte Idee, den Panzer rauszunehmen. Bringt uns dann noch was. Guter Hinweis. Weil wir werden eh hier den Kampf nicht mehr führen. Allerdings ist mir das zu riskant, jetzt den Einser da stehen zu lassen. Das machen wir nicht. Wir könnten den noch wegziehen. Ja, oder wir bewahren uns die Chance, hier halt doch noch einen Siegpunkt zu bekommen. Ne? Aber vielleicht lieber hier drücken. Wir lassen zwei stehen. So machen wir das. Guter Hinweis. Dann wird zwar gekämpft, aber da wird nicht viel passieren. Ja, es wird... Nein, wir kriegen nur einen Treffer. Sonst passiert nichts. 32 Siegpunkte! So, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt schon die Gegenoffensive? Erstmal kommt diese Katastrophe hier, ne? Die werden uns hier so richtig kaputt machen. Deshalb ist es eigentlich super wichtig. Oh, jetzt ist der Panzer bereit, ne? Jetzt ist er bereit. Aber das muss jetzt unser... Also das müssen wir hinkriegen. Aber eigentlich müssen wir hier oben erstmal noch was hinkriegen. Jetzt nicht nervös werden, Leute. Jetzt nicht nervös werden.
Ranburg klären bringt überhaupt nichts, bringt keine Siegpunkte mehr, bringt nix. Wir werden hier, Kolomna. Kolomna muss jetzt erstmal fallen. So, eine Runde zu spät. 12 Stunden vergehen jetzt auch noch. Jetzt kriegt er nochmal Nachschub. Diese Zweier sind im Prinzip, das ist so eine Art für ihn eine Alternative für Verstärkung. Er kann sich irgendwie entscheiden, ob er irgendwie vorne an der Front normal verstärkt oder ob er so eine angeschlagenen Einheiten ins Spiel bringt. Das ist irgendwie so eine Option. So, gut, in Kolomna stehen wir jetzt. Bringt uns jetzt nicht unfassbar weiter. Aber immerhin. Einer ist hier schon weg übrigens. Also in der nächsten Runde haben wir das. Ja, wir müssen das jetzt machen. Ja. Ja. Oh nein, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das kostet wieder Siegpunkte ohne Ende. So, immerhin sind die wieder versorgt. Die Frage ist, ob die jetzt angegriffen werden. Wenn sie jetzt nicht angegriffen werden, dann haben wir da zumindest die Vorsorgen gesichert, was uns aber halt nicht wirklich viel bringt, weil wir den Siegpunkt da nicht bekommen. Das ist das Thema. So. Die Sache ist so verfahren, es ist zum Knochenkotzen. Kaschira nach Prudi. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal uns angucken. Ja, das muss so sein. Ja, 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 habt ihr es gesehen? 3 Treffer. Aber immerhin ein Rückzug. Da hinten hin, okay. Ah, das Spiel ist echt so zu genial zum Aufregen. So, und jetzt beginnen die 3 Blitzoffensiven nachher, wo wir nicht zurückkämpfen können. Aber immerhin, dann sind wir wieder versorgt. Das ist schon nicht unwichtig. Was passiert, wenn wir jetzt hier reinfahren? 1-0. Ich würde sagen, das machen wir, weil ansonsten können sie uns hier noch irgendwie blöde im Hinterland abschneiden. Auch wenn das substanziell jetzt nicht wirklich viel bringt, ne? Ich meine, es gibt eine Chance auf Rückzug. Wir machen es. Okay, eine getötet, immerhin. Das ist nicht das Übelste. Er greift an. Ja klar, natürlich greift er an. Jetzt müssen wir bloß überleben, ne? 1. Ja! Das ist gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. So, jetzt beginnt sein Teil. Jetzt beginnt die Gegenoffensive. Also Moskau ist nicht mehr zu nehmen. Im Prinzip müssen wir uns jetzt eigentlich nur defensiv geschickt stellen. Ja, zum Beispiel das vermeiden, ne? Jetzt können wir nur hoffen, dass wir einen Rückzug hinkriegen. Ja, Gott sei Dank. Das war wichtig. Jetzt ist sie da oben aber abgeschnitten. Jetzt macht er den Sack zu. Jetzt kommen 3 Blitzoffensiven. Oder 2 noch, ich weiß nicht. Jetzt zieht er da komplett rein. Wir können jetzt keinen Treffer landen und er kann uns zum Rückzug zwingen. Jetzt gibt's auch einen Sack. Nee, haben wir Glück. Haben wir echt Glück. Damit hat er eine Blitzoffensive haben wir überstanden. Kommt die nächste Blitzoffensive. Ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt noch hat. Ja.
Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es, stehen zu bleiben. Ja, war okay. Hat er noch eine Blitzoffensive? Nee. Okay, wir haben sozusagen jetzt erstmal die Blitzoffensive von ihm abgewehrt. Tatsächlich, wir haben 34 Punkte. Oh Gott, Leute. Das Gute ist, wisst ihr, was wirklich gut ist? Wir kriegen Tula. Bloß jetzt ist da natürlich Tankproblem. Und Tula gibt noch einen Siegpunkt. Im Prinzip müssen wir jetzt halt extrem defensiv stehen. Ich muss zur Beruhigung noch einen letzten Whisky eingießen. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben noch eine minimale Chance. Der Punkt ist jetzt, wir müssen jetzt wie die Pest... Nee, so sagt man das nicht. Wir müssen jetzt irgendwie wahnsinnig aufpassen, dass wir möglichst keine Einheiten mehr verlieren. Also keine, ja, im Prinzip keine Einheit mehr verlieren. Das Blöde ist jetzt wiederum, die werden das nicht aushalten. Und wenn wir die verlieren, verlieren wir 5 Siegpunkte. Wir kriegen natürlich auch wieder welche dazu, ne? Das muss man auch dazu sagen. Insofern ist jetzt zu überlegen, ob wir nicht jetzt doch lieber strategische Rückzüge jetzt uns überlegen, um den Verlust von Einheiten zu verhindern. Wir haben jetzt müssen wir bedenken, wir haben im Wald jetzt überhaupt gar keinen Schutz mehr, weil jetzt die Partisanen unterwegs sind. Wir müssen jetzt also unsere Siegpunkte verteidigen und verhindern, dass wir Truppen verlieren. Das ist der Punkt. So. Es geht noch 4 Runden. 1, 2, 3, 4. Ja. Und wir bekommen keine einzige Verstärkung mehr in diesen 4 Runden. Und in der nächsten Runde haben die Sowjets auch noch 2 Blitzoffensiven. Hier ist immer noch dieselbe Situation. Es gibt hier tatsächlich die Chance. Ja gut, aber was... Nehmen wir an, wir gewinnen hier, ne? Dann geben wir ihm eigentlich die Möglichkeit, noch bessere Einheiten wieder reinzuziehen. Ja, das ist jetzt echt übel. Ach so, wenn wir zurückziehen, das... Nein, nee, warte mal. Ich kann nicht zurückziehen. Ich muss den Kampf führen. Jefremow in die Stadt... Nee, Jefremow sichert die ab. Die Stadt ist kein Problem. Obwohl, doch, die Stadt ist ein Problem. Die Stadt müssen wir jetzt einnehmen. Aber das werde ich mit dem hier machen. Nee, geht nicht. Jefremow geht auch nicht in die Stadt. Die Kavallerie ist ja noch intakt. Und dadurch, dass wir hier Tank haben, kämpfen die nicht mit. Und das ist totaler Mist. Wir müssen die Stadt einnehmen, das ist super wichtig. Aber wir können Jefremow nicht ziehen. Insofern würde ich, glaube ich, den Panzer hier hinziehen. Dann können wir vielleicht in der nächsten Runde da agieren. Die Truppe würde ich komplett hier reinbringen, weil wir dort die Stadtverteidigung haben. Das ist weitaus besser als der Wald. Der bringt jetzt keine Verteidigung mehr. Die würde ich da auch wegziehen. Also wir müssen jetzt einiges wegziehen. Also diese linke Sache ist nicht so entscheidend. Dann machen wir das erstmal. Wir ziehen die erstmal hier hin.
Ja, jetzt greift er natürlich an. Das lief sogar ziemlich gut, erstaunlich gut. So, dennoch bleibe ich bei dem Plan, dass wir hier komplett wegziehen. Und uns in die Sicherheit hier der Stadt zurückziehen. Zwei, zwei. Auch das lief ganz ordentlich. Hier ist es eigentlich egal, ob wir da oder da stehen, würde ich mal sagen. Da haben wir auch keinen Schutz. Das ist nicht der Punkt. Hier, was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich... Boah, 5. Das ist so ultra krass. 5 Schaden macht er uns. Das heißt, wenn der hier angreift, das nächste Mal mit seiner Blitzoffensive, dann verlieren wir 5 Dots. Das ist Hammer. Den Panzer würde ich jetzt ungern hier abziehen, weil dann das hier gefährdet ist. Im Gegenteil, ich glaube, ich würde gerne noch diese Sache zu Ende schlagen. Die Chance, dass wir einen verlieren, ist sehr, sehr gering. Und dann uns beim nächsten Mal hier wieder mit 3 Panzern aufstellen. Das fände ich jetzt die bessere Alternative. Was ich mich viel eher frage, ist, ob man nicht hier unten in die Schützengräben ziehen sollte. Die bringen uns da doch noch eine Verteidigung. Allerdings sind wir dann auch näher dran am Feind, aber der hat auch nicht richtig doll was. Ist aber riskant, die haben alle nur ein Dot. Was meint ihr? Sollen die da stehen bleiben? Oder lieber in die Schützengräben? Wo dann 3 Dinger oder so, oder was kann ich, sogar noch mehr abgefangen werden? Der blöde Kessel, das stimmt, der macht den Kessel in Alexin auf. Das ist aber egal. Weil jetzt alle Einheiten, die betroffen sind, sind schon tot. Was ich nicht weiß, er kann natürlich mit dem Panzer da reinfahren. Das ist natürlich, das wäre dann natürlich blöd. Insofern, das ist jetzt wirklich eine heikle Situation. Vyazma zu erobern. Vyazma, wo ist Vyazma? Vergesse ich immer die Namen. Ach, dort. Nee, womit, ne? Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Schaut euch das an. Das braucht man nicht versuchen. Bin froh, dass ich da defensiv stehe. 2 Einheiten in Andreapol angreifen. Ja, Leute. Ich bin unschlüssig. Was meint ihr? Sollen wir die hier nach Olernino ziehen oder nicht? Das ist jetzt für mich noch die Frage. Alles andere ist nicht mehr, liegt nicht mehr unter Hand. Jefremov kann nur ein Feld ziehen, ja.
Also die hier zu vernichten, da ist das Risiko zu groß. Also warum? Bringt uns nichts. Andreapol. Da ist Andreapol. Ja, so sieht's aus. Die Chance, dass wir einen töten, ist minimal. Und wir sterben mit Sicherheit. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, Leute. Es bringt einfach nichts. Der Wald ist zu gut. Tja, Leute, ich ziehe die jetzt nach Olenino. Hoffen wir auf den... Ja. Das ist halt... Ich meine, womit können sie angreifen? Sie können hier mit jeweils einem Dot angreifen. Das sind zwei Schüsse. Nee, komm. Das fängt ja der Schützengraben auf jeden Fall ab. Ich glaube, das ist safe. Das machen wir jetzt. Oh Gott, das vergeht keine Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, die greifen da oben an. Die wollen uns da oben killen. Wobei ich an deren Stelle noch gewartet hätte, ne? Oh Mann, was für eine Dramatik. Was für eine Dramatik, Leute. So, gibt es noch irgendwas Sinnvolles zu tun? Der sichert den ab. Die einzige Geschichte ist die. Ich würde mal sagen, ja, wir machen das jetzt. Nix. Okay. Schnelle Sache. Oha. Ja. Irgendwie, warum hat der Schützengraben... Wie war das mit dem Schützengraben? Das bringt, glaube ich, dann nur Prozentpunkte. Und da waren die zwei Siegpunkte fort. Ja. Ja, ja, ja. So. Da war es gewesen. Alles andere ist sinnlos. Hier jetzt zurückzufahren ist sinnlos. Da oben. Da wegzufahren ist auch sinnlos. Den Angriff zu führen ist auch sinnlos. Ja, jetzt können wir uns hier noch so ein bisschen in Richtung Front bewegen. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Das ist jetzt echt übel. Okay, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass er das noch machen kann. Nicht schlecht. Gut, immerhin stehen die jetzt zu dritt. Hat auch einen Vorteil. So, er kriegt Verstärkung. Und hat jetzt noch zwei Blitzoffensiven. Die hat er jetzt blöd genutzt. Tula wollte er sich befreien. Okay. Erste Blitzoffensive weg. Eine hat er noch. Was macht er da denn jetzt? Das ist doch Schwachsinn, oder? Also da haben wir jetzt echt Schwein gehabt, dass er das Schwachsinn gemacht hat. Gut, er wollte unbedingt die Züge machen. Also die Blitzoffensiven sind gut ausgegangen. Leute, 36-42, ey. Jetzt kommt mal andere Musik. Eieiei. So, Tula muss fallen. Und Tula wird fallen. Jawohl! Jetzt greift er die Stadt an. Wir haben aber jetzt Gott sei Dank diesen Verteidigungsbonus. Das ist jetzt aber schon fast eine Verzweiflungstat. Ja!
17 Stunden. Hervorragend. So. Okay. Jetzt müssen wir defensiv denken. Defensiv denken. Das Problem ist, diese Einheiten, die werden jetzt gekillt. Und das kostet uns so viele Siegpunkte. Das ist halt der Wahnsinn. Es wird mega knapp, Leute. Mega knapp. Mega knapp. Wir haben noch 3 Runden. Ich meine, 3 Runden heißt auch 3-mal Siegpunkte für uns. Die hochticken. Aber auch immer die Möglichkeiten, Einheiten zu verlieren. Das Blöde, also, die haben wir verloren. Die schreibe ich mal ab. Das sind 5 Siegpunkte. Ich würde mal sagen, wir bringen die jetzt hier erstmal irgendwie in Sicherheit. Wir ziehen die zurück. Ah, 2-2. Ja, die wollte ich eigentlich auch noch zurückziehen. Ja! So. Jetzt bloß kein unnötiges Risiko eingehen. Es ist natürlich megamäßig verlockend, jetzt hier vorzuziehen, aber das wäre ja totaler Schwachsinn. Hier müssen wir einfach hoffen, dass wir die Stellung halten. Also zurückziehen würde jetzt nicht viel bringen, weil sie dann einfach nachsetzen können. Okay. Bringt das jetzt noch was? Bringt so ein Kampf in dieser Situation jetzt noch irgendwas? Was meint ihr? Es gibt die Chance, dass wir was verlieren. Allerdings sichert das natürlich auch so ein bisschen die Front ab und so weiter. Okay. Ja, gut gelaufen. Keine Zeit vergangen. Schlecht. Auf jeden Fall bindet das wieder Truppen. Wenig Zeit vergangen. Was für eine Siedlung soll ich denn bitte jetzt kesseln? Keine Ahnung, was ihr da seht. Ich kann hier nichts kesseln, meines Erachtens. Ich kann nichts kesseln. Ich kann Juknov natürlich angreifen. Beziehungsweise ich... Ja. Podolsk-Angriff. Was meint ihr damit? Podolsk. Wo ist Podolsk? Podolsk? Hä? Aber das ist so... Am besten wäre es, wenn das so irgendwie schachbrettmäßig wäre. Mit Koordinaten würde man sich besser zurechtfinden. Ja, Juknov könnte man angreifen. Das ist richtig. Das wäre eine ziemlich sichere Hausnummer. Die könnten sich noch nicht mal zurückziehen.
Sichowka erobern, dann hat man Kessel, ja. Das Problem ist, ich komme nicht nach Sichowka hin. Und mit den Truppen erobere ich das auch nicht. Nicht gegen die Elite-Infanterie und zwei Panzern. Das funktioniert nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen den Angriff. Wir machen jetzt nur noch solide Sachen. Okay, vernichtet. Ja, 4-3. Hardcore. Okay. 6-3. Krass. Manchmal ist uns das Glück auch doch hold. Kann man jetzt hier vielleicht was erreichen? Nee, kann man nicht. Wir müssen einfach hier nur aushalten. Also hier zurückziehen, ich weiß nicht. Man könnte sich auch zurückziehen. Bringt aber, glaube ich, auch nichts effektiv. Oder wie ist hier eigentlich der Schlüssel? Warte mal. Sie kriegen ein Plus durch Schützengraben. Plus 10. Ja, weil diesen Zweierschutz, okay, den hätten sie da auch. Und minus, weil wir einen Panzer dabei haben. Wir würden natürlich ihre Plus 10 Geschichte reduzieren, wenn wir uns hier zurückziehen. Den Siegpunkt kriegen wir eh nicht mehr. Und wir müssen einfach verhindern, dass sie hier mit diesen Aktionen uns kaputt schießen. Das erscheint mir logisch. Podolsk ist neben Moskau. Ich kann von Kolomna nicht Podolsk angreifen, weil ich hier in einer Schlacht bin. Man kann nicht aus einer Schlacht rausgehen. Deswegen sehe ich auch das gar nicht. Da gucke ich gar nicht hin, wenn ihr sowas sagt. ich würde sagen, wir ziehen uns hier zurück. Es bedeutet für ihn eine Bewegung. Es bedeutet für ihn, er muss aus seinen Schützengräben raus. Das heißt, er verliert irgendwie einen Kampfbonus. Wir kämpfen dadurch besser. Ist, glaube ich, rational. Kann er jetzt sonst was anderes machen? Er kann dann hier hingehen, was nicht schlimm wäre. Moskau ist eh gegessen. Ich würde sagen, wir bestätigen das. Kann man jetzt mal ein bisschen mehr Zeit vergehen? Ich will, dass die Zeit vergeht, Leute. Oh. Er macht mich fertig hier. So, 1-2. Das lassen wir, da müssen wir halten. Das ist der Punkt. Ach so, unsere coole Infanterie. Vielleicht kommt sie ja doch nochmal irgendwann zum Einsatz. Die bringen wir auch noch nach vorne. Eieiei. Eieiei. Das ist jetzt... Nein! 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 Das ist bitter. Das hatte ich befürchtet. Und wir können mit dem Panzer noch nicht mal weg. Oh Mist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Dann machen wir Folgendes. Wir können den Panzer hier zumindest beschützen. Indem wir den dorthin ziehen. Und den ziehen wir einfach so weit weg wie möglich. Hierhin. Ja. War doch okay. So. Was war jetzt eigentlich... warte mal. Was war jetzt hier mit den Siegpunkten und so? Wurden uns die gar nicht angezeigt? Hä? Ach doch, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das Problem ist, wir verlieren definitiv 5 Siegpunkte. Hier links. Da. Die kriegen wir nicht. Wir werden jetzt tot gehen. Wir werden jetzt tot gehen. Ich meinte, was wir machen können, wir könnten hier nochmal vorgehen. Und dadurch für Entlastung sorgen.
Gibt es irgendwo einen wichtigeren Zug? Ja, ich glaube nicht. Oh nein, oh doch, immerhin ein Rückzug. Aber... ja, vielleicht kriegen wir sogar noch Jeff mit 3 Siegpunkten. Aber das ist unwahrscheinlich. Glaube ich nicht so richtig dran. Aber hier sind immerhin noch 2 Siegpunkte vermacht in Vjazma. Okay, Leute. Es gibt hier eine geringe Chance des Rückzuges. Wenn das gelingt, haben wir 2 Siegpunkte. Was natürlich Hammer wäre. Sollen wir das wagen? Auch auf die Gefahr hin, dass wir hier weiter geschwächt werden und später vielleicht wieder noch eine Einheit verlieren? Ist es das wert? Was meint ihr? Orel ist schon in unserer Hand. Nur das Rot eingekreist ist nicht in unserer Hand. So, 2 sagen ja, einer sagt keine Kamikaze mehr. Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ach ja, drauf. Münze werfen. Nee, komm, wir machen's. Zwei, zwei. Vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt. Er zieht weg. Oh, die Einheiten. Oh, Leute. Es gibt eine Chance, dass die nicht vernichtet werden, dass wir keine Abzüge bekommen. Puh. Allerdings bleibt er natürlich mit einer stehen. Das heißt, doch, sie werden vernichtet, weil jetzt 2 Dots mindestens abgezogen werden. Ich weiß gar nicht, ob von jeder Einheit. Es kann sein, dass sie komplett weg sind das nächste Mal. Das hat er schon gut gemacht. Jeff war in Gefahr und einer reicht, um die dort zu binden. Völlig in Ordnung. Das hat er schon absolut gut gemacht. So, Leute. Was können wir hier? Können wir nicht mehr nach vorne ziehen? Im Gegenteil, man könnte... nee, den allein lassen ist auch Mist. Hier haben wir gesagt, hier müssen wir durchhalten. Da können wir nichts machen. Hier jetzt wegziehen ist auch doof. Der könnte uns kappen. Wir müssen hier stehen bleiben. Hier hoffen wir, dass die Zeit vergeht und er nicht angreift. Hier unten würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wegdrucken. Das ist viel zu riskant, dass wir da was verlieren. Ja, jetzt können wir die noch hier in die Nähe bringen. Vielleicht hilft es ja noch. Doch noch irgendwie. Ich kann die nicht befreien, ne. Also die haben ja schon gezogen. So, was machen die Sowjets noch? Jetzt noch? Die greifen da nochmal an. Eieiei. Das sind... oh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das war safe eigentlich. Und jetzt ist es total unsafe. Das ist eine Katastrophe. Wir verlieren da den Siegpunkt. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Das hat uns jetzt am Ende noch das Genick gebrochen. Das Problem ist, er kann zwar in dieser Runde nichts mehr machen, aber wenn ich halt jetzt verstärke, dann wird die Schlacht wieder ausgelöst. Und ihr seht ja, was dann passiert. Dann verlieren wir die nächsten beiden Einheiten.
Ist das eigentlich ein Sieg? Ich sehe nicht gerade, ist das ein Plus, ein Siegpunkt, der uns jede Runde was bringt, oder ist das ein einmaliger Siegpunkt? Warte mal, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich kann mit den ganzen Truppen mich aus dem... Nee. Ja. Ich kann die nicht kesseln. Das ist das Problem. Leute, wie soll ich die kesseln? Ich kann Serpukhov nicht einnehmen. Ihr seht es. Ich kann mich aus einer Schlacht nicht in eine... in eine freie Provinz zurückziehen. Wir müssen... Ich glaube, wir müssen den Panzer zumindest hier nachziehen. Dann können wir vielleicht in der nächsten Runde kesseln. Das ist das, was wir noch machen können. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir können nicht Serpukhov... Wie gesagt, wenn wir irgendeine Einheit hier reinziehen, dann wird der Kampf dort ausgelöst. Ich meine, den Panzer können wir nicht reinziehen, das habt ihr gesehen. Von hier unten können wir reinziehen, aber was dann passiert, seht ihr. Wir verlieren zwei, er verliert einen, damit verlieren wir mindestens eine Einheit. Also, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir hier vielleicht noch, keine Ahnung, einen Kessel hinkriegen in der letzten Runde oder so und das noch irgendwie zurückerobern können. Mit denen, ich weiß es nicht. Das Problem ist bloß, dass wir hier nicht nur diesen einen Siegpunkt verlieren, sondern auch gleich nochmal vier mit, wenn diese Cohorts getötet werden. Wir müssen die Cohorts eigentlich... Ja, das ist das Problem. Pass auf, wir sind jetzt in der letzten Runde, ne? Jetzt hat er aber die Offensive in der nächsten Runde. Und wird dann vermutlich hier angreifen. Das Rationalste wäre es jetzt, meines Erachtens... Ja, obwohl, er wird dann da auch angreifen. Ist egal. Wenn ich jetzt hier rausziehe, wird er in der nächsten Runde nachrücken und uns töten. Wir sind eh tot. Wir sind am Arsch. Oh Mann. Das Problem, wir verlieren also jetzt Siegpunkte und verlieren. Das ist unvermeidbar. Wir können das nicht mehr vermeiden. Das Einzige, halt stopp, das Einzige, was wir jetzt natürlich erreichen könnten, ist, wenn wir jetzt hier mit denen wegziehen würden, dann muss er natürlich jetzt hier nachziehen, was uns in der nächsten Runde ermöglicht, hier wieder reinzuziehen. Das wäre die einzige Chance, die ich jetzt im Moment sehe. Wir sind im letzten Zug meines Wissens, dieser Runde. Ja, genau. Ihr bestätigt meinen Gedanken, deswegen mache ich das jetzt so. Ja, wir sind doch nicht in der letzten Runde. Aber er kann halt nichts mehr machen. Ja, wäre schön, wäre ja schön, wenn wir auch mal was treffen würden. So, jetzt zieht er nach. Okay. Damit haben wir gerechnet. Immerhin ist da nur eine Einheit tot, was ja durchaus von Vorteil ist. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ist das spannend oder ist das spannend? Ist es die letzte Runde? Ist es die letzte Runde? Okay. Immerhin haben wir hier noch volle Power. Gut, Leute.
10%, vielleicht 10% Chance auf den Rückzug. Warte mal, ich jetzt mal kühlen Kopf bewahren, ne? Hier gibt es keine Möglichkeit, dass er sich zurückzieht. Das heißt, den Siegpunkt kriegen wir definitiv nicht. Hier kommen wir nicht hin. Hier, er kann halt hier angreifen, ne? Und die Chance, dass er mit diesem Angriff eine Einheit tötet, ist groß. Die Frage ist, kann er hier irgendwie nachziehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er kann nicht nachziehen. Der Punkt ist einfach, es ist mir jetzt, also wir können, wenn der jetzt hier angreift, ne, das kann er machen in seiner Runde, dann besteht die Möglichkeit, dass wir zwei Einheiten verlieren. Das sind 3 Siegpunkte. Wir können hier aber maximal mit äußerstem Risiko nur 2 gewinnen. Das ist, ich ziehe mich hier zurück. Das macht keinen Sinn. Ich sichere jetzt lieber die Position ab. Da kommt er dich hin. Wir können hier nichts verlieren. Gerade so. Echt Schwein gehabt jetzt gerade. Da hätten wir auch was verlieren können. So, jetzt heißt es. 10% Chance. Daumen drücken. Ja, geil. Geil, nicht mal ein Treffer gelandet. In der Stadt. Oh Mann. Gut. Jetzt bleibt eigentlich nichts weiter zu tun. Außer jetzt noch absolut irgendwo auf Nummer sicher zu gehen. Schaut mal. Ach ja, genau. Da haben wir jetzt die Punkte verloren. Weil Stepino, weil die 5 weggegangen sind. Da haben wir es verloren, Leute. Das war klar. Hier bleibe ich stehen, damit der nicht ganz alleine kaputt geschossen wird. Wenn die angreifen sollten. Also Chef ist undenkbar. Aber wir können es nochmal uns angucken. Ja. Es gibt eine minimalste Chance, aber das Problem ist, wenn wir verlieren, also wenn wir gewinnen, gewinnen wir nicht das Spiel, sondern wir gewinnen auch nur ein Unentschieden. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir möglicherweise eine Einheit und dann verlieren wir das Spiel. Also macht das meines Erachtens keinen Sinn. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass wir uns hier zurückziehen. Damit wir nicht mehr von denen sogar angegriffen werden können, oder? Andererseits... Ja. Jetzt sichern wir es unentschieden. Der letzte Zug der Sowjets. Was machen sie jetzt noch? Wir sind nochmal dran. Wir sind nochmal dran. Okay, kann er noch irgendwas tun? Nö. Kann er nicht. Nee, Andrea Pohl, das wäre alles Wahnsinn gewesen. Nee, Leute, er wird hier nicht mehr angreifen können. Der Zug ist, die Runde ist durch. Ich würde mal sagen, wir passen. Und damit
Niederlage. 32 ist doch ein Unentschieden, oder was? Nein! Muss man mehr als 32 haben? Oh, oh Gott, wie geil. Wie geil. Ein Punkt. Ein Punkt zum Unentschieden. Ja gut, das war jetzt die Fehlinformation. Ne? Ich dachte, ab 32 hätten wir ein Unentschieden. Dann hätte man natürlich diesen Wahnsinnsangriff auf Jeff noch machen können, aber mit einer Chance von 5% oder so. Ja, es gab hier oben ein, zwei Schlachten. Es gab da oben ein, zwei Schlachten, wo wir mit ein bisschen Glück... Es gab, das ist das Problem. Bei Spielen... Also ich habe an sich ja nichts gegen Spiele, die einen hohen Glücksfaktor haben. Ne? Oder überhaupt einen Glücksfaktor. Würfeln und so ist ja alles gut. Gibt ja bei allen Spielen so. Aber... Das Problem bei diesen Spielen ist, dass es nicht jede Entscheidung gleich wichtig ist, ne? Sondern es gibt halt Entscheidungen, wo ein Würfelwurf einfach viel, 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 viel entscheidender ist als ein anderer. Und das ist dann sozusagen, das ist so der heikle Punkt, wenn ein Spiel so ein Element hat. Aber was soll's. Es hat trotzdem irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht. Und es war einfach bis zum letzten Zug, wie ich finde, halt ohne Ende spannend. Und darum ging es ja am Ende, ne? So, und mein Whisky reicht jetzt auch gerade noch hier für das letzte Glas.